Mädel, Leute. Servus. So, dann teilen wir mal die Urkunde. Hast du mich gerade Kunde genannt? Es gab Zeiten, weiß ich, ob das immer noch so ist, da war das eine Beleidigung, ne? Da haben sich Jugendliche gegenseitig du Kunde genannt. Was bist du denn für ein Kunde? Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Warum? Im Prinzip ist der Kunde ja immer der mit der Kohle, ne? Also es ist eigentlich nichts Schlimmes, ein Kunde zu sein. Es ist eigentlich ein ziemlich unterschwelliger Flex, dass man Geld hat. Ich bin ein richtiger Kunde. Aber so wie mit dem Wort Hund. Warum ist Hund eigentlich eine Beleidigung, obwohl das eigentlich übelst die nice Tiere sind? Oh, Mädel, Mädel, Mädel. So, Social Media ist denn auch gemaked? Bin's der Alkoholiker-Hater? Heute in die Dusche gecaked. Ne, hab mich voll gewundert, dass Roxa da so drüber gelacht hat, über das gecaked. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon seit Jahren immer wieder gecaked sage. Also zumindest auf dem Discord habe ich das schon super häufig gesagt, dass ich cake. Das ist so unterschwelliger Hate gegen Kuchen-TV, ne? Wenn der mal wieder seine Cake-News bringt, dann redet er darüber, wie ich scheißen gehe. Mädel, jetzt erstmal den Bumsi auslachen. Ja, Mann, jetzt wird ausgelacht. Endlich wird gelacht. In diesen harten Zeiten gibt's mal wieder was zu lachen. Hast du auch schon im Stream? Ah, dachte ich mir. Metal Guys. Alter, Wurst hoch. Ja, die Wurst hoch talkt. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal getalkt hatte, aber. Also, ich muss fairer halber zu der Wurst hoch sagen, das ist auch bei uns eine ziemlich abstruse Verabschiedung. Aber es gibt sie hier, ne? Also, ich habe mir die nicht ausgedacht. Ich weiß noch, ich hatte in der Ausbildung einen, der hat immer zu mir gesagt: Halte Wurst hoch. Melle, ich sitze gerade im Zug, hoffentlich reißt das Internet für den Stream. Eieiei, Junge. Schmeiß weg das Volumen. Wurst hoch, Leute. Die Wurst ist oben, Leute. Metal People. Guys. Full Guys. Ah, so, Leute. Ich hoffe, ihr seid keine Soda-Liebhaber. Ich trinke River Cola Light. Ich will ja jetzt hier niemanden zu nahe treten, keinen Soda-Liebhabern. Aber, ist okay. Neue Cam? Nee, warum sollte die neu sein? Ich streame auf Twitch ja fast immer mit Aussehen und deswegen habe ich diesmal. Der River Cola schmeckt scheiße. Du hast keine Ahnung. River Cola schmeckt okay und kostet nur ein Drittel. Edler Tropfen. Jetzt fehlt mir nur noch ein sehr teurer Whisky. Rivers aus Aldi. River ist aus Aldi auf jeden Fall. River Mix Zero. Ah, das ist dann Pepsi, Schwipschwapp, oder? Geht das Schwipschwapp? Wobei ich ab Donnerstag wahrscheinlich, ich habe mir Insticks bestellt, die mir der Genso empfohlen hat. Dann bin ich eh independent, Alter. Ja. Vergessen, Facecam abzuschalten. Nee, ich stream eigentlich, ich streame seit längerem schon mit Cam, aber auf YouTube war ich immer zu faul. Freeway, Freeway, über alles. Was ist Freeway nochmal? Norma oder Lidl? Müsste Lidl sein, oder? Ich habe eine Tendenz zu Lidl. Und Norma ist dann Surf. Surf, Surf. Feinste Cola. Independent, wie der Besatzer sagen würde. Was ist Independent? Oh, es kam heute ein neues Battle Rap PPV raus, ne? Also, dauert noch, bis das quasi free to watch wird, aber da gab es ein Battle gegen einen Woken MC und der andere MC, das fand ich einen sehr interessanten Gedankengang, hat ihm gesagt: So, ey, du erklärst Leute für unmündig und zwingst ihnen dann deine Wertvorstellung auf. Was hältst du eigentlich von Kolonialismus? Junge, das war so nice. Also, ist halt schon eine Art Kolonialsache, ne? Wenn man anderen einfach sagt, so, ey, ihr habt keine Ahnung, ihr habt kein Empfinden für eure Worte, ne? Ihr benutzt Worte wie Spaß, ohne drüber nachzudenken, dass ihr ja so ableistisch seid und, oh, hier, eure Wertvorstellungen sind nicht so weit wie meine. So, und jetzt hier,
Welch Battle? Johnny. Ach, Papi Schlauch gegen Craze. Ach so, du heißt Johnny. Ich dachte gerade, warum denke ich Johnny? Ich zwinge Pferde Mulle, Aka, Najina mehr. Wer ist das? Ist das. Ach so, ist. Ach, jetzt sehe ich's. Ah, hier. Jetzt geht der Uffi-Shit wieder los, Alter. Jetzt kommen wir wieder mit Fake-Accounts, Alter. Let's go. Aber Shoutout, dass du dir wenigstens die Mühe gemacht hast, einen für den Moment passenden Beitrag zu schreiben, anstatt einfach zu fragen, warum ich im Rollstuhl sitze. Dafür, ich erkenne dieses Minimum an Arbeit schon an. Kaufland ist, by the way, der größte Drecksladen, der wo existiert. Wir haben hier keinen in der Nähe, kann ich nicht mitreden, ne? Das ist einfach nur Umerziehung, Kolonisierung ist etwas zu hart. Ja klar, es ist Umerziehen, aber es ist halt trotzdem, klar, es ist nicht wirklich kolonialisieren, ne? Aber ich finde den Vergleich schon ganz nice. Die Instant-Dinger sind aber alle Off-Brand, oder? Persönlich trinke ich zum Beispiel den Schwipschwap-Sirup ganz gerne, zuckerfrei, versteht sich. In Sticks heißt die, also IN und dann Sticks, ne? Du alter Stick-Presenter. Ich sitze im Rollstuhl, aber bei Choice. Damn. Mel, Cletus Cassidy. Cletus Cassidy? Ist Cletus Cassidy nicht... Einer, ist das der Hinterwäldler der Simpsons? Ist ja kein Kongstrong. Ja, Kongstrong kann... Also Kongstrong ist okay, aber... Boah, das liegt echt schwer im Magen, muss ich sagen. Als ich das letzte Mal Kongstrong getrunken habe, habe ich immer wieder so aufgestoßen, ne? Und dann kam immer noch so ein bisschen... Da kam der Kong mit hoch. Carnage? Cletus Cassidy ist Carnage? Dann kenne ich den daher, okay. Ah, wahrscheinlich, ich habe mir letztens den Trailer zu der Will Be Carnage angeguckt und überlegt, ob ich die 4 Euro investiere, um mir den anzugucken auf Amazon. Kann sein, dass ich da den Namen aufgeschnappt habe. Der kam mir jetzt so super bekannt vor. Ne? Hat der Hinterwäldler einen Nachnamen? Ich weiß es nicht. Hat das Huhn, gegen das er im Tic-Tac-Toe verliert, einen Nachnamen? Das Huhn, gegen das er im Tic-Tac-Toe verliert, ist ja sogar eine Real-Life-Sache. Das gab es früher in Chinatown in irgendeiner Stadt. Das habe ich letztens durch Zufall der Doku über einen alten Arcade-Laden gesehen, in dem viele große amerikanische Street-Fighter und Tekken-Legenden gespielt haben. Und als in der Vergangenheit gab es da wirklich ein Huhn, das Tic-Tac-Toe spielen konnte. Also, jetzt wo ich... einen Tic-Tac-Toe-Rechner programmiert habe, bin ich quasi das menschliche Äquivalent zu einem Huhn, das Tic-Tac-Toe spielen kann. Ledes Spuckler, okay. Wie viele Wascht hast du heute hochgehalten? Man hält ja immer nur eine Wascht hoch, ne? Also maximal eine, ne? Alles andere wäre ja übertrieben. Die Japaner sind schon ein witziges Völkchen. Ich glaube nicht, dass das Japaner waren. Also, das Huhn war auf jeden Fall, glaube ich, nicht aus Japan, Anna. Der Will Be Carnage, als der Zugwagenmeister die Worte sprach, waren allen klar, dass an diesem Tag viele Tote geben wird. Okay. Okay. Ja, wie du kannst. Ich beschäftige mich ein bisschen damit. Ich lerne das gerade so ein bisschen, ne? Ich habe jetzt. Letzte Woche war es TikTok. Ich habe auch zu lange jetzt nichts mehr gemacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, Alter. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen wegen euch. Hey, aber jetzt gerade, momentan, jetzt ist wieder trainieren schwer im Ding bei mir irgendwie. Heute war ich wieder viel am Trainieren, hat Spaß gemacht. Durfte ja so quasi 1,5 Wochen nicht wegen der Hals-OP. War direkt das Gefühl, man ist vollkommen raus, ey. Aber jetzt geht's los, Alter. Geborner, Asiade ist Geschiss wie gekackt. Ja, safe, also... Ey, dieses Ganze, du musst Völker von einem anderen Kontinent auseinanderhalten, ist halt übelster Mongo-Talk, ne, ey, mal Real-Talk. Wenn du in Afrika ein Land weitergehst, sehen die genauso aus wie in dem daneben, ne, genauso wie ein Deutscher und ein Franzose sich verdammt ähnlich sehen. Der einzige Vorteil, den wir haben als Europäer, ist, dass wir vielfalttechnisch ein bisschen breiter aufgestellt sind, weil Weiße halt verschiedene Haarfarben haben können, verschiedene Augenfarben, ne? Also da sind wir schon ein bisschen, aber von weit weg sehen sie alle wieder gleich aus, ne? Meditonsin mit Apfelsaft ballert richtig. Ich nenne den Trink den kranken Reini. Was ist Meditonsin? Ist das rezeptpflichtig? Python ist Herrschaftswissen. Ja, ich bin auch der Meinung, Python ist die Master Race.
Master Race Mutter Vater, kann keiner was anderes behaupten. Naja, die Koreaner sind für die Japaner die Kanisterköpfe. Okay, also sind die Koreaner die Russen des asiatischen Kontinentes. Einer hat Mortal Kombat. Wir gucken es uns leider ohne Bild an, weil auf Bild ziemlich sicher ein Strike folgen würde. Ich habe es jetzt gestern nur durchgeskippt, weil ich keinen Bock drauf hatte. Irgendwann ging es mir zu sehr. Meditonsin einfach Globuli, sprich Zucker. Ah, okay. Will ich jetzt extra sagen, dass die alle gleich aussehen? Ehrlich gesagt, ja. Heroin ballert etwas. Heroin ist aber, glaube ich, relativ einsteigerunfreundlich, muss man fairerweise sagen, ne? Heroin ist so fortgeschrittenen Shit. Alte Wurscht doch, Xanax for Xanax. Wenn wir schon hier über Heroin reden, dann können wir auch gleich auch über das Xanax talken. Zufällig das Statement von Uti zu 1510 gesehen? Nee, ich habe auf Twitter öfter gelesen so Sachen wie, ja, die YouTube-Kasper, die spielen sich immer nur gegenseitig an der Nille rum. Keiner übt mal Kritik am anderen, ne? Also Real Talk. Ich kann es euch sagen, ich habe Rocksau. Habe ich Rocksau? Ne, jetzt muss ich kurz nachgucken, ob ich Rocksau geschrieben hatte dazu. Ach ne, Rocksau habe ich auf Discord geschrieben. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich habe mit Uti hab ich Sprachnotizen abgehalten. Ich habe mit Rocksau drüber geredet. Aber ich gehe doch nicht direkt in ein Video. Ey, ich gehe doch nicht direkt ins Video und call denen, dass sie Dullis sind, ne? Dass das so nicht richtig war, wissen die auch, ne? Ich habe auch von Uti habe ich mir die ganze Situation erstmal erklären lassen, ne? Hab da auch direkt gesagt, Digga, ey, ihr könnt nicht, mehrere gegen einen ist eh Bitch-Move, ne? Und mehrere gegen einen, der Bihini ist, ist schon eh weird, ne? Aber ich habe auch erst erfahren, es war ja wohl so, dass 1510 und anscheinend schon rum war und die sind dann nochmal vom Discord in seinen Discord. Ich dachte jetzt auch, die hätten den in den Livestream geholt und irgendwie da vor 2000 Leuten auf links gedreht. Das wäre halt echt unnötig, ne? Was ist denn Anfängershit, Crack? Ich denke, krass ist eine Einsteigerdroge, habe ich immer gehört, oder? Worum geht es denn überhaupt? Was ist denn passiert? Ja, also Rocksau, Uti, Mad Dog, Troll Lindemann. Ich weiß nicht, ob noch ja dabei. Waren bei Skypro im Stream und haben den da ziemlich fertig gemacht und war halt insgesamt einfach ein bisschen unnötig viel, ne? Hätte nicht sein müssen. Aber dass dann Leute wie Sekal kommen und anfangen, über Moral zu reden, ist halt auch abstrus, ne? Dann wird da darüber philosophiert, dass man sowas einem Behinderten nicht antun kann. Dieselben Leute, die vor 2 Jahren oder so noch einen Behinderten zu Big Daddy Ray nach Hause geschickt haben, damit die beiden sich prügeln können. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, euch sind behinderte Leben sehr viel wert. Die haben nur gemacht, was der uns angedroht hat. Ihn gegen die Wand gedrückt. Schönes Ding, Alter. Hat nur den Anfang geschaut, da waren die doch recht gesittet. Ich habe keine Ahnung, ich habe es mir nicht angeguckt. Also, ne, ich gucke keinen Content von anderen YouTubern, also von anderen Reaktoren, ne. Also, und nicht, weil ich ein Problem mit den Reaktoren habe. Ich habe gesehen, Berggrüße hat ein Video zu hoch geladen. Nach 4 Minuten waren die noch nicht beim Thema, da habe ich mir gedacht, so, ja gut, komm, Alter, so viel Zeit willst du eigentlich auch nicht investieren. Ich bin momentan wieder schwer Animes am gucken. Genso hat mir Konosabu? Oh, jetzt bin ich... Sorry, ich muss googeln, wie der heißt. Ich kann das nicht auswendig. Konosubarashi? Genau, Kurzform ist Konosuba. Konosuba habe ich jetzt geguckt, jetzt gucke ich meine Wiedergeburt als Schleim. Den hat Rainer ja auch empfohlen, deswegen habe ich mich lange drum rum geredet, aber der ist ähnlich. Chainsaw Man habe ich natürlich auch gesehen, ne? So aktuell, die aktuellen Sachen, Mob Psycho habe ich mir auch angeguckt, jetzt schon die 2 Folgen. Oh mein Gott, und natürlich, My Hero Academia ist so krass momentan, ne? Boah, das ist einfach unmenschlich gut, Alter. Die letzte Folge war todessad, ohne zu spoilern, ne? So, einer der Besten musste gehen, aber ey, super nice, ne? Guck Ranking of Kings. Jack Valerti, bist du... Ist das ein Fake-Account von Genso? Genso hat mir ungefähr 2 Billionen Mal, ne, gesagt, ey, du musst dir Ranking of Kings angucken. Das ist das beste Anime aller Zeiten! Und ich hab mir den dann angeguckt und dieser sprachbehinderte Volldulli, Alter, wie wird Academia ausgesprochen? Macadamia eigentlich. Ey, dieser sprachbehinderte Spasti, Alter, geht mir so auf den Sack, ne?
Und dann kommt dieser scheiß andere Typ. Der Boy sagt, er ist mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Boah, verpiss dich, Alter. Der ist wirklich schlimm. Der ist einfach nur schlimm. Ich mag auch den Zeichenstil nicht. Der ganze Scheiß geht mir nur auf den Sack. Ich hab den locker 13 Folgen oder so gesehen, hab dann einfach gedacht, so komm, verpiss dich, Alter. Jetzt reicht's, Alter. Jetzt reicht's. Schon einer Watcher auf Netflix gesehen. Oh, da habe ich den Trailer gesehen. Fand ich ganz interessant. Ich habe mir jetzt auch noch die Tage, habe ich mir Codename Uncle angeguckt. Also, da ist ein Film, Leute. Ihr könnt die Anime-Ohren wieder aufmachen. Wann kommt der Anime-Talk mit dem anderen Dude, Lul? Also, ich weiß nicht, ich kann nochmal mit Gen so reden, wenn das irgendwer fühlt, ne? Codename Uncle ist ein super Agentenfilm, den habe ich sehr gefühlt. Mir ist leider zwischendrin aufgefallen, nachdem ich ungefähr 200 Déjà-vus geflasht habe, dass ich den schon gesehen habe. Aber es ist so lange her, dass ich ihn doch wieder gefühlt habe. Auf Odyssey gibt es mit Bild. Ja, ich weiß, Liz, danke. Ich hätte das auch so mit Bild gefunden, aber dann wäre ich ja halt so safe weggestrikt, ne? Ich will dir mein Kompliment aussprechen, ZDK. Der Stream mit Uti zu Skypro und den F-Boys war mit der beste dieses Jahr. Dankeschön, Dankeschön. Ich nehme dieses Kompliment an. Codename per Pferd. Codename per Pferd. Ach so. Sollen wir mal reingehen, Leute, oder wollt ihr noch irgendwas über Animes wissen? Hab ich mir gedacht. Initial D sagt mir gar nichts. Gut, danke. Ade. Ade, bleib schön. Hallo, wasch doch. Können wir ein Bild Ich würde mich machen? an eurer Stelle verpissen. Können wir ein Bild machen? Junge, Junge! warum nicht ich nur einmal eure Drogen, wo ich noch mal einen Scheiß hatte, würde ich nicht helfen. Eure Drogen werden euch nicht helfen. Also, zu den Dingen, die nicht vor dem Gesetz schützen, reihen sich neben dem Navigationssystem nun auch die Drogen mit ein. Wobei die Drogen ja schon einen gewissen Standard haben, also ein gewisses Realismus. Es macht zumindest mehr Sinn, ne? Weil du dich auf Drogen noch ein Stück weit rausreden kannst, ne? Also Verbrechen unter Drogeneinfluss werden ja anders gewertet als Verbrechen mit klarem Kopf. Wie ist das eigentlich, wenn Luigi krank ist? Spielt ihr dann Pflichterfüllung in der Band? Ich denke, dann könnten wir es mal spielen, ja? Dann könnten wir es mal anspielen, denke ich auch, ne? Ja, ich hab zu viel Angst vor Instant Turn-Up und dann ein Strike und du kannst ja wie 2 Wochen wieder nicht streamen, ne? Gar keinen Bock drauf. Außerdem, die Hälfte, klar, der eine Schubser und so ist lustig, aber sonst gibt's da eh nicht viel zu sehen, ne? Verpisst euch. Was für Drohungen. Oh, das finde ich jetzt gerade einen sehr schicken Sprung von dem, von der Animation hier. Ich bin bescheuert oder was, Alter? Ihr seid doch voll drauf, Alter. Ach, die dreht die sich die ganze Zeit nur? Dreht die sich nur? Ich dachte, die macht so. Nee, 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 die macht schon wilde Moves. Oh, ach, Drogen. Ich muss schnell entkommen, bevor er aufs Maul kriegt. Schlag mich, komm. Ja, und dann? Schlag mich, ja, komm, und schlag was ist mich. dann? Schlag Wie lange mich. habt ihr jetzt da rumgegammelt, gelauert wie die kleinen Affen, die ihr seid, hä? So 4 Stunden. Ja. Das Ding, ja, also da muss ich schon sagen, ein bisschen weirder Flex, ne? Zu sagen, ey, ich habe 4 Stunden auf einen Sonderschüler gewartet, ne? Ah, weiß nicht, ob mir es das wert wäre. Andererseits, ich habe auch schon 1 Stunde vor seinem Tor rumgestanden, ohne dass irgendwas passiert ist, ne? Wenn man mit den Leuten da ist, mit denen man auch quasi ein Uso trinken würde, mit den guten Freunden, ja, dann geht das schon mal. Und nichts anderes im Hirn als Scheiße bauen. Können wir ein Selfie zusammen machen? Schau, dass du dich jetzt verpisst. Aber betreiben Sie Fanmanagement, Herr Winkler? Für dich immer noch, Herr Reiner. Verpisst euch jetzt. Ah, in dem Moment ist einer an dem vorbeigegangen irgendwie und der hat ihn geschubst. Das war auch ganz weirder Flex. Gib richtig aufs Maul. Hast du mich verstanden? Warum hast du ihn angegriffen? Warum hast du ihn angegriffen? Weil ihr mir Warum auf den hast du Sack ihn? geht, weil ihr Warum? mich belästigt. Verpisst euch, oder ihr kriegt richtig aufs Maul. Warum hast du ihn angegriffen, Reiner? Junge. Wenn du Junge. das Ding in die Fresse hältst. Ne? Wie abgefuckt der darüber ist, wenn jemand, wenn die Gegenüberseite einfach immer nur seinen Talking Point einfach random wiederholt, fuckt die das richtig ab, ne? Aber wenn man bei ihm vor dem Tor gestanden hat, hat er das dieselbe Taktik performt, ne? Oder war mein Grundstück? Oh, Ronald war mein Grundstück. Nimm ich's dir weg? Mach, versuch. Und dann? Versuch. Ja, Rainer ist aktiv am Deeskalieren wieder, ne? Versuch's doch. Ich werde es nicht versuchen, ich werde es tun. Mach. Verschwende auch harte Drogen, um 4 Stunden einen Obdachlosen zu begaffen. Die sind ja nicht wirklich auf Drogen, Leute.
Verpisst euch, solange ihr noch könnt, oder ihr gebt richtig aufs Maul. Hol mal auch Kamera raus. Lassen Sie bitte mal die jungen Männer in Ruhe. Schaut zu, dass ihr euch verpisst. Lassen Sie mal bitte die Junge, hör auf, dein Kinder. Da kommt der Gatekeeper, der Ladenwächter, und sagt zu Rainer, ne? Lassen Sie mal bitte die jungen Männer in Ruhe. Natürlich will der die anderen wegschicken, ist klar, ne? Aber dass er erstmal Rainer anspricht, lassen Sie mal bitte die jungen Männer in Ruhe. Da ist doch was inside gedeiht einfach. Kindergarten zu machen. Die haben schon ein paar Stunden Pulver gemacht und jetzt halt er mal die Fresse. Mach's gegen meinen Willen. Guck mal hier, das ist Körperverletzung. Schaut zu, dass ihr euch verpisst. Ich schaff's dir wegzunehmen. Ich hab's doch wiedergefunden. Ich hab doch mein Handy wiedergefunden. Versuch's nochmal. Es war noch gar nicht der Gatekeeper, glaube ich. Entschuldigung, falscher Talk. Du schlägst mich und bist zu mir und mir das weggehen. Verpiss dich. Ich hab dich nicht geschlagen. Das war Selbstverteidigung. Ich habe das Video ja gesehen, ne? Also, wenn da nicht was off-cam passiert ist, die Jungs waren nicht diejenigen, die aggressiv wurden. Und jetzt, Rainer, einfach du hast uns geschlagen, ne? Aber ist ja normal, ne? Hat er mir gegenüber ja sogar schon zur Anzeige gebracht, ne? Als er einen blauen Fleck hatte, hat er auch einfach bei der Polizei behauptet, ich hätte ihn geboxt. Verteidigung. Aber leider wurde die Anzeige fallen gelassen, sonst hätten wir jetzt einen Beweis, dass Sven ein krasser Schläger ist. Damn. Du hast mich angegriffen, nicht andersrum. Dick bist du im Hirn, dumm wie sonst was. Dick bist du im Hirn. Im Hirn. Das erinnert mich ein bisschen an Flair. Der hat seinem Kontrahenten Silas. Silas hat mal ein Foto gepostet, wo er sein T-Shirt hochgezogen hat, ne? Sein Sixpack geflext hat im Fitnessstudio und hat gesagt: So, Digga, hier, red nicht von Fitness-Flair, zeig du doch mal Oberkörper. Und Flair sagt einfach: Du bist trotzdem dick. Irgendwie so mega weird, ne? Da steht ein Typ mit ausdefiniertem Sixpack und der eigentlich dick oder so. Flair erklärt irgendwie random, dass der Typ doch dick ist, ne? Also, okay. Flair ist auf einem ganz anderen Level auch, was da. Und so ist Rainer auch, ey. Der heißt Zilla. Hab ich doch gesagt, Zilla. Oder hab ich Zilla gesagt? Zilla. Dann im nächsten Tekken bist du dann der Endgegner. Ja, weil ich, jetzt wo man weiß, dass ich mich einmal geschlägert hab, haha. Häng ein bisschen zurück, Pflichterfüllung, beste Erfüllung. Okay, Erwin, freu dich in 4 Minuten, wenn du das hier hörst. Und nichts anderes auf der Schnauze. Schaut zu, dass ihr euch jetzt verpisst, Alter. Jetzt haben wir schon Schiff im Abhau, ne? Du feige Putzsau, Alter. Du feige Putzsau, Alter. Entschuldigung. Schaut zu, dass du dich verpisst, ich zeig dir nichts. Du willst mich doch anzeigen, wenn ich was mache. Junge, du blickst nach und vorhin angezeigt. Du hast doch gar nicht meinen Namen. Ja, eben. Interessiert mich ein Scheißel, ihr seid zwei aus hier aus der Ecke. Da kriegst du aufs Maul. Hier? Ich zeig, also erstmal, er flext jetzt, das ist auch ein ganz wilder Talk, er flext mit Anzeige. Er sagt, du wirst angezeigt. Dann sagt der andere, du hast gar nicht mein Name. Dann sagt er, egal, ja, du kriegst trotzdem aufs Maul. Das klingt dann doch so, als ob er es wieder außergerichtlich klären möchte auf einmal. Aus der Ecke. Junge, wenn ich deine Hackfresse veröffentliche, du wirst schon merken, was du hast. Ja, mach doch. Was wird denn da passieren? Das hat schon hier aufgefallen, Junge. Der Hebel. Echt? Ja. Wann bin ich denn hier aufgefallen? Verpiss dich, die feige Patzau. Wann bin ich denn hier aufgefallen? Schon merken, was du aufhörst. Da, die ganze Zeit einfach irgendwelche Gerüchte in die Welt stehen. Du feige Putzfrau. Das klang echt so ein bisschen so, ne? Irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen und damit argumentieren. Sven ist also einer dieser aggressiven Hauptschulschläger, von denen wir früher mal Angst hatten. Unter Uttis Video wurde irgendwas geschrieben von wegen, so, ihr haltet euch für was Besseres, aber jeder, der euch mal, Junge, warum jetzt so viel schreiben, Alter? Ich bin kein beschäftigter Mann, ne? Will ich nicht behaupten. Aber sobald du den Stream anmachst, sollte jetzt aus sein. Sobald du den Stream anmachst, kommen die WhatsApp-Nachrichten rein. Und das sind Leute, die mir das schreiben, die keine Ahnung haben, dass ich streame, ne? Aber trotzdem denken die sich so, let's go, Alter. Nee, es ist kein Babe, es ist ein Mann, ne? Ja, von wem? Ihr seid zu zweit, ich bin alleine und reiß die Fresse immer noch mehr auf als ihr. Hä? Ich reiß die Fresse mehr auf als ihr. Ja, Rainer, noch deutlicher, wer hier der Aggressor ist, kann man es ja gar nicht machen. Ihr seid zu zweit, ich bin alleine, aber ich reiß die Fresse auf, ja? Ich halte Wurst hoch. Ja, das sagt viel über dich aus. Ja, das sagt aus, dass ich keine Angst vor zwei Idioten so. Habe, die mir auf den Sack gehen und mich angreifen. Ich will doch gar keine Angst machen. Du sollst Maul halten und dich verpissen, Alter! Ja, das ist auch so random, Alter.
So, stell dir mal vor, Alter, du gehst über die Straße und brüllst eine Frau an, du machst mir keine Angst. Und sie dann so, was? Und dann, keiner! Als ob die da sind, um die einzuschüchtern. Die filmen den lustig und er, innerlich ist der so richtig, dass der manchmal so Sätze raushaut, die keinen Sinn ergeben, kann ich mir nur so erklären, dass seine Gedankengänge schon wieder zwei Punkte weiter sind, ne? Also jeder, der diskutiert, denkt sich ja so, ich werde sagen A, dann wird er sagen, geht nicht wegen B oder das stimmt. Das sind so die zwei Möglichkeiten, ne? Und dann denkst du dir so, okay, wenn er das als Argument nehmen wird, dann muss ich damit dagegen gehen, ne? Und Rainer verliert einfach in diesem Gedankengang komplett die Kontrolle und kommt dann raus bei irgendeiner Sache, die keinen Sinn ergibt. Aber in seiner Welt wird das irgendwo Sinn ergeben haben. Auch auf Video, wie du mich als erstes angeguckt. Es ist Rainer, die Gedanken sind zwei Argumente hinten dran. Ja, damn, aber wenn du zwei Argumente weit ins Negativ denkst, ist das ja fast genauso schwer. Du fällst andere gegen ihren Willen. Hä? Du hast mich vorhin fotografiert, bevor ich irgendwas gemacht habe. Und das gibt dir das Recht, mich anzugreifen. Das gibt mir das Recht, Junge. Mir gibt es das Recht, mich zu verteidigen. Ich verteidige mich gegen Fotos, Leute. Ich muss mich täglich gegen Fotos verteidigen, ne? Vielleicht habe ich. Und ihr belästigt mich. Sein Gehirn versucht, jede Option gleichzeitig abzuwenden. Multiverse Defense. Oh, damn. Das Problem ist, ich verstehe 5D Time Travel Chess halt nicht, ne? Aber vielleicht ist das, was Rainer tut, ja klug, ne? Soll ich das Spiel irgendwann mal installieren, Leute? Soll ich mal so tun, als ob. Sollen wir da mal reingehen? Melanie? Warum trägt der Wongleik immer noch Sandalen? Er ist halt Rudis. Beach Boy Bur. Rainer sitzt irgendwann vorm Rewe und performt live Barbara Ann. So Beach Boy ist er. Schaut mir nach, ihr veröffentlicht, wo ich bin. Und ihr stellt Bilder von mir gegen meinen Willen ins Internet. Schaut zu, dass ihr euch verpisst. Ich hab gar nichts gemacht, Junge. Ich hab mich verteidigt. Auch seine Verteidigungstalks sind auch immer ganz wild. Verteidigung ist ein sehr dehnbarer Begriff, ne? Genau das, was ich seit 8 Jahren mache. Nee, komm, jetzt hätte ich fast politischen Witz gemacht. Ich lass ihn lieber. Los, zieht Leine, hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Ich mich nicht zu mit deiner Gammelfresse. Ich darf doch hier. Junge, halt lieber deine Fresse von Gammeln, Junge. Digga, schau dir doch mal deine Füße an, die um 5 Details. Um Multiverse zu verstehen, musst du erst die Dame im 4. Zug abgeben. Ist natürlich jetzt eine gute Frage, ist, was ist das schnellste Matt? Also Schachmatt, ne? Ne, man sagt nur Matt, ne? Ne, Schachmatt. Matt ist ja nur, wenn der König angeht. Was ist das schnellste wirklich Schachmatt, was im 5D Time Travel geht? Und gibt es dann so wilde Ergebnisse wie minus 2? Schau dir mal auf, selber Metal an, Alter. Auf. Und? Schau dich mal selber ja, an, ja, 100 sitzt halt im Rollstuhl, ja. Du sitzt gar nichts, Junge. Ist auch kein großer Unterschied mehr zu jetzt. Du sitzt gar nichts, denn, und jetzt aufgepasst, du hast ja nichts mehr im Hören, ne? Okay, deswegen sitzt du also nicht, ne? Nur wer was im Hören hat, der kann sitzen, so Stephen Hawking immer. Jetzt, oder? Wenn du mal ehrlich bist. Willst du sagen? Erwin, ich wäre Richtung Israel gegangen und verschiedenen Grenzen. Aber da ich ja nicht an, ich will keinen Ostkonflikt aufmachen. Ich hab immer noch mehr, als ihr je haben würde. Dann sagt Matt nicht, Matt. Was in deinem Rucksack drin ist. Ich werde sie finden, Gurkensohn. Das ist schön. Drachenlord, der aller echte Safe. Ich tue auch mal so, als ob die Tippfehler zum Cosplay gehören. Auf jeden Fall stark. Ich hab's mehr in den Eiern und ich hab mehr alles andere, als ihr je haben werdet. Ich hab. Oh mein Gott, nein. Hat er gerade einen Namen gesagt? Ich hab's mehr in den Eiern und ich hab mehr alles andere, als ihr je haben werdet. Es gibt. Oh mein Gott! Er tut es! Oh nein! Er macht wirklich den. Ein Abend-Grind. Boah, ich hasse den Abend-Grind. Boah, ich find den so schrecklich, ey. Real Talk, der ist so katastrophal. Ich hasse den Nabengrind. Am Ende wird Rainer von Lilikopter abgeholt. Oh, so wie Peter Griffin, der einfach immer random irgendwelche tollen Erfindungen hat und damit durch die Gegend fällt, ne? Ich weiß es, das war mir so klar, ne? Ah, oh, Gott, Alter. Der Wickler wird immer mehr zur Lachfigur.
Lachwitzfigur. Nee, also ich habe nicht das Gefühl, dass der schlimmer oder besser wird. Der fährt seit Jahren dieselbe Schallplatte. Ne? Es fallen nur ab und zu ein paar Argumente weg und vielleicht Halde Wurst hoch ist eine Verabschiedung, Phil. Das zum... Wobei, wenn er sie quasi, wenn er hinkommt, so direkt wegzeigt, so sie mit dem Finger des Platzes verweist, ne? Und dabei schon den Halde Wurst hoch, Halde Wurst hoch, halt die Wurst hoch. Das wäre stabil, ne? Das wäre natürlich ein sehr stabiler Grind. Stell dich mal vor, Alter. Ihr schickt so euer Kind so, benimmt sich daneben und ihr schickt die so aufs Zimmer. Wurst. Ha! Halde! Hallo. Ein Abend, Svens persönliche N-Bombe. Real Talk. Ein Abend ist eine N-Bombe. Guten Morgen. Ja, es wäre schön, wenn die sich jetzt mal verpissen. Die lauern mich seit 4 Stunden auf. Ich darf so hier stehen. Ist so. Warum machst du Undercover, Hitler Cruz? Tu ich gar nicht. Freier Boden? Ja. Freier Boden. Yogi, kommt jetzt hier noch die Blut- und Boden-Ideologie in Kurz. Freier Boden. Gut, ich will mich aus dem Fenster lehnen. Im Eifer des Gefechts sagt man auch sowas wie, da unten trug es sich zu. Ne? Das kann auch mal rausrutschen. Also, ich darf doch hier chillen, oder? Ja, der chillen? Nette... Dürfte ich hier chillen? Ja. Ey, wir greifen keinen an, wir machen keinen... Wir haben auch... Wir beschmieren hier nichts. Wir waren beim Bäcker, haben Kuchen gekauft, wir haben Trinkgeld gegeben. Trinkgeld gegeben, Alter. Freies Stehen für freie Bürger. Ich mache hier nichts kaputt. Und freier Boden, Reini mit dem... Ne, es war nicht Reini mit dem Nazi-Talk. Der Kameraholder, der Hater hat den freier Boden-Talk getalkt. Freier Boden, bester Boden. Mm. Freier Boden, bester Boden. Franken, den Franzosen. Schreibt ihr da eure kleinen Rap-Panels mittlerweile im Chat, Alter? Wie dürfen dann hier sein? Wir, also, naja, wir also... Wir gehen jetzt einfach nach Hause und die gehen auch einfach nach Hause und alles. Sind die Hater-Sänger in mehreren Rechtsrock-Bands? Die sind bei Hate-Kommando? Bei Matt-Kommando? Nach Hause? Also, soweit ich weiß, hat der Winkel... Das Trinkgeld schützt euch nicht. Natürlich nicht. Klar, kein Wohnsitz, was sagen Sie dazu? Ja, das geht's hier aber nicht an, oder? Der filmt übrigens, ne? Der nimmt auf und so weiter. Ich hab ihr Gesicht. Ich bin Flyer wie der Boden, frei wie der Boden, Kid. Hier nicht drauf. Das interessiert mich. Wie findest du gute N8? N8 ist halt so Zocker-Talk, ne? GN8 für gute Nacht ist okay, ne? Also spricht ja auch keiner aus, sagt ja keiner GN8. Das Stimme ist auch verboten, ne? Weißt du schon? Stimme ist verboten. Ja. Aber du kennst dich ja so gut damit aus. Ja. Haben wir ja vorhin schon festgestellt. So gut wie du. Ich kenne mich besser aus. Ging es jetzt einfach, das ist nur unser Grundstück. Wir haben Hausrecht, bitte verlassen Sie uns. Alles klar, machen wir. Ja. Schönen Abend noch. Genau. Tschö. Alte Wurst hoch. Herr Winkler, was sagen Sie zu der... Was sagen... Gerade gesagt hier nicht, dass du dich verpissen sollst. Da habe ich heute Mittag schon auf dem Discord drüber geredet, weil da auch die Frage aufkam, warum geht Rainer nicht weg? Rainer ist da gerade in einer sehr, also für die das Video nicht kennen, die Leute sind kurz weggegangen, Kamera aus, Rainer stand immer noch am Rand rum, ne, am Rand des Parkplatzes, so dass die relativ nah, also ohne groß den Parkplatz betreten zu müssen, von dem sie gerade Platzverbot bekommen haben, also Hausverbot, ne? Deswegen sind die da wieder drauf. Die sind schon wieder da. Aber Rainer, das Ding ist, die lungern da rum und beobachten Rainer. Und Rainer ist halt in der Scheiß-Situation. Er kann jetzt nicht hingehen, wo er hingehen will, weil er halt weiß, dass sie ihm einfach folgen werden. Ne? Also man kann Rainer massiv unter Druck setzen mit Rainer Anwesenheit momentan. Weil der halt der hat sich in eine richtige Kacklage manövriert. Ne? Rewe Grundstück beginnt 2 Meter vor der Straße. Das sollte man wissen, ja. Der Laden hat verdient, pleite zu gehen. Verweisen zahlende Kunden des Platzes. So ein Bullshit. So ein Bullshit, Digga. Die wollen einfach, dass da Ruhe ist, ne? Die hofieren Rainer nicht, so der Zwingel hofiert ihn da nicht. Mann, die haben einfach auch ein bisschen Mitleid mit dem, so. Man kann nicht immer die eigene Hater-Sicht auf andere übertragen. Und das erinnert mich immer so ein bisschen so wie, das ist wie wenn du mit einem Palästiner über den Nahostkonflikt diskutierst und der sich auch nicht vorstellen kann, dass die Gegenseite Leute verloren hat quasi. Du denkst dir so, oh. Natürlich ist das hier nicht, ist ein bisschen eindeutiger, weil
Die Hater haben nicht so viele Leute verloren. Ich find's einfach. Die Geschäfte. Rainer nimmt die Geschäfte momentan als Geiseln, ne? Man darf jetzt nicht deswegen an die Geschäfte. Wenn man jetzt gegen die Geschäfte geht, dann unterstützt man, dann hilft man Rainer, weil er dann wieder sagen kann, guck, die Hater, die geben überhaupt keinen Fake, die ruinieren auch Dritte und so weiter. Der Rainer weiß das doch, dass der beim Beck gesehen wird, ne? Wir haben nur Based God verloren. Aber habe ich mich letztes Mal schon drüber echauffiert. Der Name Based God wäre, nachdem man jetzt weiß, was Based bedeutet, ne? Also, oder ne, nachdem man, so wie man heute Based benutzt, ne, wäre der Name Based God super cool. Damn, Alter. Aber der Name ist verbrannt, den kann keiner mehr nutzen, schade. Also es ist wie wenn Rainer sagt, er geht zum Landesamt und so weiter, ne? Wenn er mal wieder erklärt, wo er hingeht, dass er sich beim Beck immer auffällt, der weiß doch, dass er da gesehen wird, ne? Der will den Turn-up. Der will den totalen Turn-up, um damit dann den Leuten hier, der Politik und so, quasi die Pistole auf die Brust zu setzen. Guckt euch das an, die radikalisieren sich. Die werden immer krasser, ne? Ich kann nichts tun, ich tue überhaupt nicht. Ich hänge nur rum. Ich esse meine Kaffeestückchen, ne? Und die gehen daher und bauen die Scheiße, Alter. Was soll das? Die könnten Rainer doch einfach Hausverbot erteilen. Digga, der wird trotzdem wiederkommen. Wenn die dem heute Hausverbot geben, steht der morgen wieder auf der Matte, ne? Und am Ende haben sie dann auch wieder die ganze Zeit mit dem Stress. Und wenn die den jetzt jeden Tag polizeitechnisch groß rausbegleiten, wird das doch genauso für Aufsehen sorgen. Die Leute dann da stehen und warten. Oh, Junge! Wann wird Rainer heute wieder rausgeworfen? Die wollen einfach nur ihre Ruhe, ne? Also ich kann die auch vollkommen nachvollziehen. Was sagen Sie zu der Körperverletzung, die Sie gerade live auf Kamera... Körperverletzung, Junge! Du schlägst mich und ich mach Körperverletzung! Ich hab dich nicht geschlagen. Ich in deiner Stelle würde von dem Auto weggehen. Ich mach gar nichts mit dem Auto. Nee, überhaupt nicht. Nur mit deiner Tasche hinhauen, ne? Nö, ich pass schon auf, wo ich meine Tasche halt. Ich hab gerade gesehen, Junge. Da auch wieder random dem anderen irgendwas unterstellen, um die Diskussion darauf zu lenken. Ey, du hast ja... warte mal. Ich sehe gerade, ich bin so... ich habe so viel Farbe im Gesicht irgendwie. Ich muss mal die Batterien wechseln, die werden immer kürzer. Ich habe noch nicht die... So, jetzt habe ich nicht mehr so ein warmes Licht hier. Ich hatte noch aus Versehen auf warm stehen. Jetzt wieder auf white. Das passt besser zu meinem Tang. Kann man nicht vor Reini in den Rewe gehen und Reinis Platz abziehen? Das Ding, ja, klar. Aber also erstens, du wirst des Todes Hass. Wenn du morgens um 7 zum Weggehst, dich auf mit 4 Mann, ne? Ihr kommt gleichzeitig am besten, setzt sich auf einen Platz, liest Zeitung und wartet einfach nur die ganze Zeit oder was? Das wäre halt suspekt des Todes, ne? Die werden schon raffen, was da abgeht. Und wenn du da irgendwie 5 Stunden sitzt und immer mal wieder nur ein Kaffeestückchen futterst, werden die auch irgendwann sagen, ey, Entschuldigung, aber was ist hier los, ne? Was tun sie hier? Beziehungsweise geben sie es einfach zu, wir wissen alle, was sie gerade tun, ne? Wir wissen es alle. So, hier Jürg Trasil, du hast gefragt, hier ist ein Link zum Discord. Kannst du dir über die Beleuchtung nicht einfach digital den N-Word-Pass sichern? Wie mit schwarzem Licht oder was? Alle Plätze im Back besetzen. Das wäre halt super lustig, ne? Ja, die werden doch nicht zahlen. Ja, aber ey, am Ende haben da 4-5 Leute jeweils 50 Euro verfuttert, damit Rainer einen Tag nicht beim Back rumhängen kann. Das ist doch mega weird, ne? Klar, hier so, wenn ich sowas lese, 50 Leute beim Back und Rainer kackt sich vor Frust ein. Natürlich wäre das lustig, so eine Art Flashmob-Shit, da mit 200 Leuten im Back zu sitzen, so übertrieben, ne? Einfach ein bisschen Scheiß zu futtern und so, ne? Aber ey, wie realistisch ist das, ne? Rainer schaut Pornos ohne Headset im Back. Das ist nicht bewiesen. Das ist nicht bewiesen! Der bekommt umsonst Essen und die Leute zahlen, bekommen Hausverbot. Das auch nicht, also, ne, nimmst du nicht böse, nur weil, also, momentan ist ja, gut, man sagt Aussage Mimon und Ofenkäse. Nimm's mir nicht böse, aber Ofenkäse sagt das, was Mimon sagt, dass er sagen darf, ne? So, das zähle ich nicht. So, das ist wie wenn ein Ehepaar zusammen aussagt. Wenn der Mann sagt, der Typ war schuld, und dann sagt seine Frau, der Typ war schuld, das zählst du doch nicht als zwei Aussagen, oder?
Also, ob das jetzt, das ist meiner Meinung nach noch nicht wirklich bewiesen, dass er da umsonst Futter kriegt. Das ist so Objection Hearsay. Auf dem Käse ist ein Signalverstärker, ja, oder sowas. Verpiss dich. Renner, warum kann man nicht normal mit dir reden? Warum kann man nicht normal mit Ihnen reden, Herr Winkler? Warum geht das nicht? Sind schon wieder da. Hast du jetzt gerade dein... Du, dass ihr euch verpisst, Junge. Hast du jetzt nach deiner Mafia gepfiffen? Nach Mafia, Junge, Alter. Du hast gerade einen Platzverweis bekommen. Ja und? Vom Hausrecht hier. Ja und? Meinst du? Ja, ey, da auch jetzt mit dem Vergangenheit, wenn man die Vergangenheit betrachtet und seinen Umgang mit der BLM, ne? Die haben ihm Streaming-Verbot gegeben. Er hat keinen Fick gegeben. Und jetzt tut er so, er macht immer so auf gesetzeshörigen Bürger. Na ey, klar, wir brauchen nicht drüber reden, dass das Streaming-Verbot absoluter Unfug war. Dass allgemein dieses Gesetz mit der Rundfunklizenz absoluter Unfug einfach war und überhaupt nicht zeitgemäß, ne? Aber wer hier immer so auf gesetzestreu pocht, der muss sich auch an Gesetze halten, die keinen Sinn ergeben, ne? Ist schon wieder Straftat. Meinst du, mich juckt das? Ja, eben nicht. Das ist das Problem. Weil wir Straftaten euch zwei Idioten an der Jugend. Du begehst auch mal Straftaten. Ich verteidige mich. Nein. Ja. Guck mal. Zieh dich, du Affe. Die beste Verteidigung wäre gewesen, dich zu löschen, wenn du die Chance hattest. Der klassische Selbstverteidigungslöscher. Erste Stunde Judo, was lernt ihr? Lösch dich. Die beste Verteidigung, lösch dich. Junge, wer ist euch umzubringen? Was spaßt ihr? Oho, werden wir hier gerade an die Wand gedrückt, Leute? Wie ihr auf diesem Planeten nichts verloren haben. War das gerade? Auf diesem Planeten, Strafplanet Aldebaran oder wie das heißt? Eine Morddrohung? Junge, halt die Fresse! Ich zahl mehr... Dein Intellekt ist so unterirdisch, dass du dann nochmal checkst, was für eine dumme Scheiße du begehst. Menschen herpfeifen ist übrigens auch ein richtiger Dolly-Move, ne? Ich zahl mehr... Statte man einen Vorarbeiter... Der hatte an einem Tag hatte der mal Husten und keine nicht viel Stimme, ne? Dann wollte er mich rufen, aber in der Werkstatt ist laut des Todes, ne? Und weil er mich nicht rufen konnte, hat er dann gepfiffen. Als ich hingekommen bin, hat er sich erstmal Real Talk entschuldigt, dass er mich herpfeifen musste. Entschuldigung, Sven, ich weiß, man pfeift eigentlich nur Hunde, aber mein Hals geht heute gut, ne? Deswegen. Ich hab mir so, ey, Digga. In der Zeit, in der du die Geschichte hier gerade rausgeholt hast, wärst du viermal zu mir gekommen, hättest mir auf die Schulter geklopft und wärst wieder zurückgegangen. Aber, Digga, alles gut, Alter. Alles gut. Steuern als du, Rainer. Du zahlst gar keine Steuern, wenn du gehst arbeiten. Du warst den ganzen Tag hier rumzissen. Ja, und? Oh, es ist auch wieder dieses... Jetzt kommt wieder dieser 2%-Talk, ne? Hatten wir letztens schon, Rainer reduziert Leute auf den kurzen Ausschnitt des Lebens, den er von denen mitkriegt und tut so, als wäre das, einfach, als wäre das für alles, was danach passiert, ist das quasi zeichnen. Ne? Das machen ja momentan auch die Hater zum Beispiel mit Uti. Ne? Uti hat sich einmal im Stream daneben genommen, zack, das gilt für das ganze Leben und der Mann kann nie wieder mit Kindern arbeiten und bla bla bla. Ne? Also du nimmst eine Sache, die passiert ist und übertreibst die einfach des Todes, überträgst die auf alles, was in Zukunft passiert. Ja, beste Leben. Und ich hab Urlaub. Schaut zu, dass du dich jetzt verpisst. Tarifurlaub, 30 Tage mehr. So länger du mich belästigst, umso mehr. Hunde und Leiharbeiter werden hergepfiffen. Okay, Oga. Okay. Mehr Probleme hast du am Ende. Ach so, okay. Und ich lach mir den Arsch drauf. Ja, bestimmt. Wo denn? In der Kälte im Wald? Hast mich gerade angespuckt, aber du hast mich leider nicht getroffen. Ja, was du meinst? Warum hast du meinen komischen Fleck auf der Mütze? Mhm. Ja, ich hab schwul getroffen. Hole. Ey, Julian, ey, dein Shit gepostet in allen Ehren und so, ne? Aber ey, ist doch mal langsam gut, Alter. So dieses ironisch für Drache sein, Alter, das auch so ausgelutscht. Die Chinesen auf Eis. Du hast eh nicht die Eier, dich mit mir anzulegen. Das hat man doch gerade gesehen. Ach so. Julian, komm, Alter, ich kann's nicht mehr lesen, Julian, nimm's mir nicht böse, von wegen, niemand wollte ihm wirklich helfen, bla bla bla. Nimm Kontakt zu dem Mann auf, helf ihm. Und gut ist. Uti und Kinder, ja, Uti schafft irgendwie im Bildungssektor und weil der online Leute mobbt, ist der halt ein zu schlechter Mensch und darf nicht mehr im Bildungssektor arbeiten. Laut Hater-Hatern, das ist halt so momentan so der Talking Point, ne?
Das ist auch das Einzige, was man ihm vorwirft, quasi in dem Platz 9 Video. Also er Platz 9 von 5. Und die arbeitet im Bildungssektor. Tada! Toll. Also es ist im Prinzip eine Ausrede, um einen Docs voranzutreiben, ne? Naja, gut, Julian, also, Shoutout an dich. Versuch, den Rainer doch zu helfen. Das schaffst du schon, ne? Hat bisher noch keiner richtig versucht. Du bist der Erste. Ey, ich glaube, du hast als Kind auch die drei Spielzeuge des Avatars ausgesucht oder irgend sowas, ne? Ist ja... Sagen wir einfach, es ist, nennen wir es Narzissmus oder... es ist ein starkes Selbstbewusstsein, dass man davon ausgeht, so... Ey, außer mir hat's noch niemand versucht. Okay, du wirst der erste Mensch sein, der Rainer wirklich hilft. Ich glaub's dir. Zugeschlagen, nur nicht getroffen, leicht gestreift. Die Fresse aufgerissen, du wirst es sowieso nicht schaffen. Der Handy war im Büsch liegen. Aber ich schaff's dir dann, der Handy ranzukommen, du feige Puschen. Merkst du nicht, wie du gerade am Tanzen bist für uns alle? Ich tanze nicht. Echte Gangster tanzen nicht. Bitch, I don't dance. Ich habe eine Straftat nach der anderen begehen. Du hast ungefähr 4 Straftaten begangen, nur in der letzten Stunde. Ach so. Okay. 4 Straftaten. Also faktisch richtig wäre wohl eine, wobei es ist das Verstoßen gegen ein Hausverbot, ist das eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit? Ich weiß es nicht. Oder als Hausfriedensbruch kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es bereits gilt. Aber ey, ja. Die Frage ist, wie viel Degree Murder ist das hier? Bin ich da nicht im Knast wie du fast? Ganz einfach, weißt weil du, so feige Wichser sind die aber weißt du was? Wenn, ach so. Wenn, wenn was war das jetzt gerade von ihm? War der hat er aus Versehen gerade den Busta Rhymes gemacht? Du fast? Ganz einfach, weißt weil so feige Wichser sind die ganz ach so. Ich verstehe kein Wort, Alter. Ich denke, es ist der erste Vers von Break Your Neck gewesen, aber ich bin mir nur so semi-sicher. Wenn wir hier fertig sind, dann setzen wir es in den Zug. Wenn ihr hier fertig seid, wenn ihr früher oder später im Knast landet, entweder für euren Drogenmissbrauch oder für andere Scheiße. Drogenmissbrauch? Na klar, Alter, schau mal, Alter. Einfach im Knast für Drogenmissbrauch. Weil Rainer dir das sagt. Weißt du, du chillst auf dem Rewe-Parkplatz und musst dir dann von einem Behindi erklären lassen, dass du in den Knast kommst wegen Drogenmissbrauch. Der nuschelt ein wenig, aber nur ein wenig. Nur ein wenig, ne? Pupillen an, Alter, ihr habt solche Linsen. Das sind 3 Löschzwerge, Rainer. Dann fahren wir nach Hause, schön ins warme, in unser kuscheliges Bett und schauen uns die Videos an. Habe, als ihr hier haben werdet. Und was? Ich deswegen alles verloren habe, weil so Spasten wie ihr nie in den Knast kommen. Was hast du? Mehr Hater als wir? Nur, dass wir ein Problem mit unserem Rechtssystem haben. Das, was ihr hier abzieht. Ah, siehst du nicht, wie du für uns Horndog-Schuh schaffelst? Der Horndog-Schuh schaffel, Alter. Ja. Was wollte ich sagen nochmal? Was hast du? Mehr Hater als wir? Nur, dass wir ein Problem mit unserem Rechtssystem haben. Das, was ihr hier abzieht. Ja, das ist halt Narzissmus Endlevel-Shit, ne? Wenn du auf die Idee kommst, dass all deine Probleme daran liegen, dass die ganze Welt falsch läuft, Mann. Mann, scheiße. Ey, mal real talk. Wenn du irgendwo im tiefsten Kongo geboren bist und so mit 2 Jahren stirbst, weil du verhungerst und dann dein 2-jähriges Ich sich denkt, Digga, hier läuft alles schief, aber ich kann nichts dagegen tun. Alles gut, kleiner Mann. Alles gut. Also, das ist wirklich nicht deine Schuld, dass das Ding so vor die Bude gefahren wurde, ne? So, aber du lebst im mittleren Europa, erbst mit 20 und erklärst dann auf einmal, ey, die Welt ist schuld, dass ich alles vor die Wand gefahren habe. Okay, okay. Der Penner belehrt den Pöbel auf dem Parkplatz. Die Phonetik von dem Satz gefällt mir. Sehr viele Ps. Das kann man bestimmt auch so richtig schön explosiv aussprechen. Das Gebrüll wird den Kalorienbedarf einer arabischen Großfamilie verbrannt haben. Beeindruckend. Ihr verdient Geld mit Kommentaren über jemanden, der eurer Meinung nach keine Aufmerksamkeit verdient. Habe ich nie gesagt. Ihr seid einfach das Allerletzte. Also, ja, ich verdiene hiermit Geld. Ein bisschen. Ich habe letzten Monat 59 Euro verdient. Habe ich durch Zufall vor 2 Tagen noch nachgeguckt. Weil es dann Fehler gab. Also so eine Meldung. So von wegen, ey, ist hier irgendwas falsch? Nee, guck mal rein, ne? Wenn lieber deutscher Buchpreis-Fans. Wenn liebe deutsche Real Agent wegen dem Non-Binär, ne? Zugezogen Non-Binär. Habe ich gesehen. Ich habe 58 Euro damit verdient. Ey, ich könnte auch einfach arbeiten gehen in der Zeit, ne? Schwarzschaffe oder so ein Shit. Mann, ey, als ob das mit etwas Geld zu verdienen, nebenbei, nur so Drive-by-Geld, ne?
oder etwas fürs Geld zu tun, sind nochmal ein massiver Unterschied. 5 Döner. Bald nur noch 4. Schwarz-Stream auf TikTok. Ja, da kriegt er Geld, glaube ich, sofort, ne? Also, habe ich letztens gehört. Kann das jemand bestätigen? Bekommt man das Geld sofort? Ja, 59 Euro sind viel, Mann. Das ist so dumm wie er. Lösch dich selber. Was? Lösch dich lieber. Das ist so dumm wie er. Okay. Dann lösch mich jetzt. Ne? Also, aber ich blende dich halt vorher noch aus, ne? Aber ziemlich sicher geht's jetzt jeden Moment dann auch weg hier, ne? Zeig, was wir für Probleme in unserem Rechtssystem haben. Genau, dass du draußen bist. Die Tatsache, dass ihr im Knast landen müsst, für das, was ihr hier macht, ihr belästigt... Oh, ihr müsstet im Knast landen. Ja, wer alles für was im Knast landen müsste, ist ein weites Feld, ne? Ey, ich habe auch so meine Kandidaten, die ich gerne im Knast sehen würde, ne? Das hat teilweise realistische und teilweise einfach spaßige Gründe, aber ist halt anders, weirder Flex. Können Wagenmeister mit ihrem Beruf schwarz arbeiten? Ich bitte um ein... Nee, können wir nicht. Ich müsste halt als Metallbauer. Ich darf von meinem Arbeitgeber auch einen Nebenjob haben, ne? Ich muss nur ein Formular ausfüllen und der muss das absegnen, ne? Durch sowas einreichen wie, ey, also da muss dann die Stundenzahl ungefähr und sowas drinstehen. Das ist alles, die einzige Regel, die es gibt für Wagenmeister, für alle Bahnmitarbeiter, nicht für eine andere EVU, also Eisenbahnverkehrsunternehmen zu arbeiten. Das ist ausgeschlossen. Wobei, mein Chef hat zu mir gesagt, ich darf nirgendwo anders als Wagenmeister arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich woanders als Rangierer arbeiten dürfte. Abgesehen davon kann ich gar nicht rangieren. Oh! Wenn man Sozialhilfe empfangsberechtigt ist, bekommt man eine Art EC-Karte, mit der kann man dann beim Amt Geld abheben. Was? Hab ich ja noch nie von gehört. Du machst monatlich so viel Kohle mit YouTube, wie Rainer täglich im Beck verfrisst. Ja, aber ich mach das nur dafür, damit ich irgendwann Konterflexen kann, fräsen kann, ne? Ich will irgendwann mit YouTube so viel Geld verdienen, dass ich mir leisten kann, neben Rainer im Beck zu sitzen und loszufräsen. Ich glaube, Rainer wäre ein echter Gegner, wenn es ums Fräsen geht. Würden wir da sitzen und der Beck baut so ein Menü auf, ne? Erst kriegen beide so das und das, dann kriegen beide das und das, ne? So nacheinander, ne? Es gibt natürlich eine gewisse Zeitvorlage und so. Wer kommt in dieser Leiter an Snacks am weitesten? Ich denke, da wäre Rainer ein stabiler Gegner. Wenn nicht sogar, dass der... Ich weiß, ich kann mir nicht einschätzen, wie ausgeleiert sein Magen ist, ne? Aber ich denke, ich könnte mithalten. Mein Magen ist auch ganz schön ausgeleiert, denke ich. No homo. Die Mozzarella, Arnie. Was war's nochmal? Wie viel Milchschnitten hat er geschafft? So 4, 5? Das war doch übelst, ne? Lächerlich. Ich habe das Demon-Mimon-Video noch nicht gesehen. Da hatte ich keine Zeit mehr für. Ich bin die ganze Zeit Animes am gucken, Leute. Das gucke ich mir vielleicht morgen auf Arbeit oder so an. Mal gucken. Hast du ernsthaft mal von vor Rainer bei Rewe zu besuchen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dafür müsste... es läuft ja auch eigentlich eher so ab. Unser erster Besuch, ne, der zweite war ganz klar wegen dem Gerichtstermin, ne? Den haben wir als Gerichtstermin war eine willkommene Begründung, um sich halt zu treffen, ne? Aber sollte nochmal irgendwie einer von uns auf die Idee kommen zu sagen, ey, Sven, dann und dann, hast du Bock, dann würde ich es mir halt überlegen, ne? Hängt natürlich alles von der dannigen finanziellen Lage und sowas ab, ne? Ob ich dahin fahre und oder nicht. 6 Milchschnitten, die habe ich mir zum Test dann auch mal kurz in 2 Min reingerendert. Ich denke, also Milchschnitten würde ich halt auch locker. Ich denke, also bei Real Talk auf Krampf 30, denke ich. Also auf Krampf. Darf man als Bahnmitarbeiter eine Modellbahn betreiben? Bei der Deutschen Bahn arbeiten überraschend wenig Leute, die sich in ihrer Freizeit auch noch. Ey Sven, 24/12, hast du Bock? Nee, auf keinen Fall. Es arbeiten da überraschend wenig Leute, die halt wirklich noch hobbymäßig Bahn machen, ne? Was denkt man sich immer so? Aber die hobbymäßig Bahn machen, die arbeiten nicht bei der Bahn. Und klar, es gibt auch ein, zwei, ne? Gibt es auch, ne? Brauchen wir nicht. Aber es sind nicht so viele, wie man... Oder wie ich gedacht habe, als ich da angefangen habe. Ich dachte so echt...
Also als ich in der Kompressorfirma war, hatte ich einen Arbeitskollegen, der war so ein Bahnjunkie, so ein, wir nennen die immer Trainspotter, und ich glaube, die nennen ich auch selber so. Ich denke dabei immer an Junkie-Kinder. Der hat dann auch immer erzählt, so, oh, die und die Lokomotive, oh, die ist schön. Und der hat mich jeden Tag bei der Kompressorfirma damit zugeschwätzt. Und ich habe mir so, Junge, nervt mich nicht. Ich habe überhaupt kein Interesse an Zügen, ne? Jetzt bin ich bei der Bahn. Ich bin Gott froh, dass ich nicht mehr mit dem zu tun habe. Sonst würde ich mir den ganzen Tag irgendeine Scheiße anhören, ey. Du arbeitest bei der Deutschen Bahn. Kein Wunder, dass mein ICE kürzlich 40 Minuten zu spät war. Ich habe überhaupt nichts mit Debio Regio und Fern zu tun. Ich mache nur Güterverkehr, Leute. Michael, belässt dich die ganzen Leute. Verpisst euch endlich! Dass du noch draußen bist, ist ein Fehler in unserem Rechtssystem. Ich habe mich gegen euch verteidigt, die meine Fenster eingeschmissen haben, die über meinen Zaun klettert. Jetzt müssen die beiden da quasi wieder dafür hinhalten, dass was alle anderen so gemacht haben, ne? Die beiden müssen dafür jetzt erstmal sich rechtfertigen, ne? Lieber Güterverkehr als guter Verkehr. Ja, ja. Ich hab kein Fenster eingeschmissen. Ich hab hier nie was beschmiert, ich hab hier nie ein Fenster eingeschmissen. Ehrlich nicht. Ja und? Du bist Person des öffentlichen Lebens. Doch, bist du. Und warum ohne Klebe bitte? Das hab ich dir vorhin gesagt. Warum ist Paparazzi dann verboten? Weiß ich nicht, ob das. Papa, wo kommt das random her, dass er sagt, Paparazzis sind verboten? Wo kommt das her? Wer hat ihm diese Information zugespielt, Leute? Wer von euch war wieder besonders lustig? Kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Hater so einen Paragraph 2411 ihm schickt oder sowas und dann da hinschreibt, Paparazzis sind verboten tatsächlich sogar. Und Rainer das dann liest und sagt, ah, hier, jetzt hab ich die Macht, die es braucht, Alter. Was verboten ist. Verboten. Ja. Weißt du denn, weil du keine Ahnung vom Rechtssystem hast. Hast du Ahnung vom Rechtssystem? Mehr als du offensichtlich. Ja, du warst davon. Was für ein System? Weißt du denn, weil du keine Ahnung vom Rechtssystem hast? Hast du Ahnung vom Rechtssystem? Ja. Ah, rechts, irgendwie habe ich gerade gedacht, der hat ein Mais-System. Hans Niemann spielt heute wieder bei der USA Schachmeisterschaft in St. Louis. Kann Hans Niemann in der Partie auf Karls Magnus treffen? Ich bin gespannt, Alter. Ich will Beef, Junge. Beef. Schachbeef, bester Beef. Weißt du offensichtlich. Ja, du warst doch vor Gericht, ich noch nicht, das stimmt. Ja, und was ist passiert? Ich bin freigesprochen worden. Ja. Da haben wir's. Rainer denkt, dass er freigesprochen wurde. Junge. Das ist wild. Hat vorher Diana Doku im Beck geschaut. Diana Doku? Lady Di oder was? Sein neueste Lieblingslüge, ich bin 8 von 7 Fällen freigesprochen worden, ne? Das habe ich noch nicht. Also hat er 8 von 7 gesagt? Habe ich nicht gehört. Sowas wie der Scheiß beim Beck muss doch maximal noch 2-mal passieren, dann darf er da auch nicht mehr fetter werden. Es gibt Magnus Carlsen. Was habe ich gesagt? Karls Magnus? Karl Magnus wahrscheinlich wieder, ne? Ich bin so lost manchmal. 7 von 8 hat er gesagt, ja. Ja, 7 von 8. Ja, 7 von 8 im letzten Verfahren. Aber er verschweigt da ja die vorherigen Verfahren, wo er immer gefickt wurde, ne? Er hat zwar nur Bewährung bekommen, deswegen juckt nicht, ey, aber sind wir mal ehrlich, ne? Das sagst du ständig, ich weiß. Ich habe auch super oft schon Hikaru Nakamura falsch ausgesprochen, Alter, und dann irgendwie einen Shikamaru draus gemacht oder so. Er wurde in 3 von 8 verurteilt. Also, okay, sogar die 7 stimmt nicht, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Also. Wir werden das ja noch öfter besprechen müssen, ne? Er wird es ja noch öfter sagen. 15 von 10 Verurteilte. Mh. Noch. 8 von 7 Fällen in 7 von 8 Fällen freigesprochen worden. Und du? Und du? Ich war nicht angeklagt, Rainer. Sorry. Sorry, dass ich nicht flexen kann, aber ich war gar nicht erst angezeigt. Ich war noch nie vor Gericht, Rainer. Weil du im Knast gelandet bist direkt. Ey, dass er wirklich denkt, aber ey, das ist ja, dass er auf Krampf widersprechen muss, wenn der andere antwortet, das ist ja normal, ne? Also ich will jetzt hier nicht meinen eigenen Besuch nochmal loben, tue ich trotzdem. Lul. Er hat mich ja auch gefragt, so, und wie heißt du? Wie ging das nochmal los? Also es ging irgendwie um meinen Namen und ich so, ja, ich heiße Sven. Und er so, ja, Scheißdreck tust du.
Und als ob. Als ob. Warum sollte ich bei dem Namen Sven lügen? Das ist so lost einfach. Man spricht einfach Leuten sofort ab, wenn sie sich mit Vornamen vorstellen. Ich zieh dich endlich. Sonst was? Ich meine, sonst was? 7, 8 freigesprochen in seinem Kopf halt besser als 0 von 0. Ja, ja, im Prinzip ist das so, wie als hättest du, Rainer sieht Freisprüche wie Boxkämpfe, ne? Ey, wenn ich sage, ich habe 0 Siege und 0 Niederlagen in einem Boxkampf, dann ist das kein nicer Flex. Ich habe nämlich noch nie geboxt, ne? Aber wenn ich euch erzähle, ich habe 7 K.O.s und bin nur einmal selber K.O. gegangen, dann ist das ein nicer Flex, weil das eine gute Winrate ist, ne? Jetzt stellt es doch mit jedem anderen, außer mit Boxen oder sonst mit League of Legends, 7 von 8 ist auch stabile Winrate, ne? Sind, was sind das? 87,5% Winrate, alles Gucci, ne? Das ist krass, ne? So denkt er, dass er dasteht. Er ist 87,5% Winrate. Du hast nicht mal mitgespielt, du Schwätzer. Ich kann dir bis morgen früh 4 Uhr sein. Nee, natürlich, nicht. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ey, ja, da hat mich Rainer abgezogen, war aber auch gelogen, was er gesagt hat, ne? Also ich dachte danach so, als er gesagt hat, so, ey, der jüngste Vater ist so und so alt, ne? Dann dachte ich so, okay, scheiße, stimmt, habe ich auch mal, dachte ich, was von gehört zu haben. War aber falsch, auch der jüngste Vater war nicht so jung, wie er da getan hat. Ne? Aber, ich google nochmal jüngster Vater. Ich glaube, das war irgendwie 11 oder so. 11 Jahre bei der Zeugung. Und er hat einfach behauptet, mit 6 oder so schon gespritzt zu haben. Also komplett lost, ne? Wenn wir den LOL 100% zweimal gegen Annette gewonnen haben, für Just Nero die Base gedefft. Ohne mich hätten wir keine Chance gehabt. Spielt ihr überhaupt? Ey Leute, ich muss... Hat irgendwas von. Hat der was von Pissen gesagt? Also ich muss jetzt auf jeden Fall kurz pissen. So, ich muss kurz die Webcam ausmachen, weil ich hier Boxershot sitze. Lul. Chat, unterhaltet euch gegenseitig. Los. Hey, 29 minus 15 Wörter. Herr Volker, ich bin arbeitslos, deswegen streame ich am Sonntag. Ist heute Sonntag? Nee. Sven ist heimlich Radler trinken. Ja, einen Radler kann man stolz trinken. Aber ich habe heute wurde mir auf Twitter erklärt, dass ich ein Alkoholiker bin, weil ich öfter mal erzähle, dass ich ganz gut im Trichtern bin. Das wurde dann auch damit wurde dann auch irgendwas versucht zu erklären. Leute, ich muss jetzt aufhören, über Alkohol zu reden. Die Leute im Internet, die halten mich jetzt für einen Alki. Sif Twitter halt. Junge. Was, wenn ich nicht mache? Hab ich dir gerade gesagt. Was willst du da machen? Dein Gehirn ist so durch mit allem, ne? Dass du nicht einmal die Satz verstehst. Was hat der jüngste Vater, was einer nicht hat, richtig gebomst? Ja, am Ende kommt raus, der jüngste Vater ist durch Samenraub irgendwie Durchvater geworden. Ich verstehe das schon, Rainer. Du verstehst gar nichts. Dein Gehirn ist so durch, Alter. Durch, Alter. Guck mal, warum löschst du dich nicht aus dem Internet? Nee, ich hab mich gelöscht! Nein, du hast... Jetzt wird er extra laut. Rainer ist so ein bisschen... Kinder, die laut im Supermarkt weinen... sind sich, glaube ich, durchaus bewusst, ne,
dass sie damit quasi den Rest der Leute als Geisel nehmen und die Mutter zwingen, ne? Du musst es jetzt kaufen, weil du das jetzt nicht kaufst, gehst du den ganzen Leuten hier auf den Sack, Alter. Ne, du gehst den ganzen Leuten hier auf den Sack. So, Mutter. Und jetzt kauf mein Schokoriegel, ne? Ich denke, so ist das jetzt hier auch. Rainer wird extra laut in der Hoffnung, noch mehr Leute zu involvieren. Ich hate Raini ausschließlich, weil ich Alki bin. Du bist Alki und hatest Raini. Wir sind nicht gleich. Okay, okay. Zwei Soko-Riegel. Was, Soko? Die Mutter wird gezwingelt. Shoutout, Alter. Shoutout. Überall weg, du Vollidiot. Du warst doch heute noch bei TikTok online. Ja, heute. Nach ja. Wie vielen Monaten? Davor warst du Ey, ja, real to- warum tu... Ey, schön, dass der Dude das sagt. Da hab ich jetzt gar nicht so... Das ist so perplex dir. Also erstens, er hat sich nicht selber gelöscht, ne? So, das ist auch allgemein so eine Sache, so, du kannst nicht... Dir kann nicht Scheiße passieren. Ich hasse... Das hat, da gibt's eine schöne Runde von, wie heißt der? Josef Steinschleuder drüber. Ich weiß nicht mehr, in welchem Battle. Und das hat mich auch sehr abgeholt. Das hab ich... Das hasse ich wie die Pest, ne? Wenn dir Scheiße passiert... Und du danach erklärst, diese Scheiße hat mich härter gemacht, so als hättest du dir die Scheiße ausgesucht und weil du so hart bist, das ist so behindert, ne? Digga, die, also die Leute, die so einen Scheiß hier, was dich nicht killt, macht dich stärker Bullshit reden, die sind so behindert. Am Ende wär's dir doch trotzdem lieber, es wäre nicht passiert. Wie kann man so lost sein, ne? Das ist so diese... Diese Anime-Logik, ey, ich gehe da stärker aus dem Kampf hervor, ich muss über meine Grenzen gehen, um mein Königshaki zu aktivieren, Junge, verpiss dich, Alter. Verpiss dich. Und Rainer versucht sich jetzt ja auch irgendwie random. Es ist was passiert. Das muss er hinnehmen, aber anstatt, weil es nicht geht, dass er es einfach nur hinnimmt, muss er sich da noch irgendwie eine selbst, so eine Eigenleistung reininterpretieren, Alter. Auch das zweimal. Oder Odi. Nö. Vor ein paar Tagen warst du doch noch online. Komm, halt auf die Fresse. Der einzige Unterschied, was es ist, als ich gelöscht war und in dem Zeitraum, wo ich jetzt nicht mehr gelöscht bin und davor gelöscht nicht. Junge, jetzt wird's kompliziert. Jetzt packt da doch endlich den 4D-Schachcomputer aus, oder? Wieder vorher. Vor ein paar Tagen warst du doch noch online. Komm, halt auf die Fresse. Der einzige Unterschied, was es ist, als ich gelöscht war und in dem Zeitraum, wo ich jetzt nicht mehr gelöscht bin und davor gelöscht nicht war. Nicht wahr. Und davor gelöscht nicht wahr. Digga. Was ist das? Uti, ich will dieses Video so ungefähr bis 20 Uhr behandeln und dann gehe ich auf Twitch noch online und mach da noch so 2-3 Stunden. Oh, da habe ich halt auch... ey, Digga, ach, für Twitch. Da wurde mir eine Doku geschickt. Arbeitslos. Die seltsamen Kurse des Jobcenters. Vom Jobcenter. Ey, ich kann nur erahnen, was da für eine Scheiße drin vorkommt, ne? Man konnte anonym eure Scheiße veröffentlichen, was ja zur Aufmerksamkeit geil war. Ja, also weil ich... Warte hier, ich... 23. Habt ihr auch eigenes Thema? Wie oft redet ihr über euch? Also ja... Über einen selber reden ist aber auch ein eigenes Thema. Und natürlich reden Menschen über sich selber. Ich kann ja schlecht aus deinem Leben erzählen, oder? Was soll ich mich hier hinsetzen und euch erzählen, was im Leben von 23 abgeht? Woher soll ich das wissen? Natürlich hat man eine Tendenz, zu sich selber zu reden. Also, ne? Ey, nennt mich Egoist, aber ich krieg von meinem Leben schon mit am meisten mit irgendwie. Was ist das für ein Kritikpunkt schon wieder? Lol. Du redest immer nur über Geschichten, die dir passieren. Wär's dir lieber, wenn ich euch erzähle, was mein Schweizer Taschenkumpel den ganzen Tag so gemacht hat? Na dann. Dann macht euch mal ein Paulaner auf, Leute, und los geht's. Weil so viel Aufmerksamkeit darauf gelegt war. Deswegen hat man es ja mitbekommen. Du bist doch geil nach Aufmerksamkeit. Du gehst doch immer auf TikTok und musst dich präsentieren. Du. Ich muss. Ja, natürlich. Du musst in der Schule. Und ich. Der andere Typ sagt: Ja, was du gehst doch online. Und dann der andere, dann Rainer: Was ich muss, was du musst, oder.
Okay. Das ist auch so ein Argument. Es ist kein Argument, ich will es eigentlich nicht so nennen, aber Rainer behandelt es wie ein Argument. Dieser was ich muss, was du musst, Talk, den fühlt der auch selber so maximal, ne? Das ist einfach nur unangenehm. Das wird, ja, also das, was hier steht, dass die Kurse sind, damit Leute nicht als arbeitslos gelten. Das stimmt, ja, das weiß ich. Weil in der Statistik werden nicht mehr Arbeitslose festgehalten, sondern die werden quasi Beschäftigungslose oder Menschen ohne Beschäftigung genannt. Und dadurch fallen die aus dem Raster raus. Wobei jedem klar ist, wenn man darüber, wenn man Statistiken darüber macht, wer arbeitslos ist, geht es ja mehr darum, wer kassiert, ne? Wer kassiert Steuergeld? Das ist ja eigentlich die Frage. Und das tun Leute in Maßnahmen sogar quasi doppelt, weil du die scheiß Maßnahmen auch noch bezahlen musst, ne? Ich im Gegensatz zu dir arbeite wenigstens, du faule Drecksau. Ach so. Aber ihr steht hier um 2 Uhr, um 3 Uhr rum und sauft schon Bier. Um 2? Ihr seid schon richtig dumm und habt nichts im Hirn. Wir haben 7:30, Rainer. Hey, also gut, dann sieht's nicht. Gut. Okay, Rainer sagt, die sind seit 4 Stunden da. Wir haben jetzt 7:30 und er sagt, sie kamen um 1. Nee, das kann ich nicht ausrechnen. Ja, jetzt? Ja. Julia, du solltest dich auch selbst löschen. So. Ey, nimmst du dich böse, diese Lösch-Dich-Kritik, die lösche ich jetzt mal. Das ist halt keine ernstzunehmende Kritik. Ah, und ich sehe gerade auch, du bist mit mehreren Accounts da. Oder es ist so ein schönes kleines Grüppchen, die sich gegenseitig copy-pasten. Beste Leben, Alter. Beste Leben. Du redest aber nur über den peinlichsten Menschen Deutschlands, aber niemals über dich. Was? Vor der Minute war der Vorwurf noch, dass ich immer nur über mich rede. Dann bann ich dich. Oder einen von euch. Ihr schreibt alle in Caps, deswegen entweder seid ihr alle Assad oder ihr gehört zu denselben Leuten. Ihr beschwert euch, dass ich nur über mich rede. Dich. Ja, ich komme aus Rheinland-Pfalz, Leute. Und eine halbe Minute später kommt ihr rein und erklärt mir, dass ich auch mal über mich reden sollte. Digga. Das ist ganz wilder Flex. Rainer kostet den Steuerzahler etwa genauso viel wie andere 60.000 Einwohner im Amtsbezirk der Pinär. Wie die anderen zusammen. Glaube ich nicht ganz, aber ist näher dran, als es sein sollte, ne? Und wie lange seid ihr da rumguckt? Wollt Schuft, Gude? Weiß ich nicht. Seit ein paar Monaten. Ich war ja nie komplett weg. Ich bin halt nur auf Twitch umgezogen eine Zeit lang, ne? 4 Stunden, 4, 5 Stunden. Genau, mal, Entschuldigung, Leute, ich mach Fenster auf. Was siehst du auch mal denn? Schau zu, dass du dich jetzt verpisst, sonst kriegst du aufs Maul. Mach. Ich wette, wir haben 7:30. Real Talk, ich wette, wir haben 7:30 zu dem Moment. Aber das ist auch wieder so. Er widerspricht random. Ich nehme, der andere hat auf die Uhr geguckt. Gut, vielleicht ist es auch 19:35 Uhr, ne? Und dann kommt er so mit, wir haben nicht 7:30, wir haben 19:35. Du bist doch dumm, Alter. Du kannst nicht über die Uhr lesen. Irgend so ein Scheiß wird's sein, ne? Ihr habt recht, nichts im Hörner, also nur Scheiße bauen. Der Herr beleidigt mich hier auf öffentlicher Straße. Du sollst aufhören, mich zu filmen. Und ich muss das filmen. Er hat dir nicht erlaubt, dass du filmen darfst. Das ist verboten. Das ist eine Person, das ist verboten, wie er von hinten kommt. Verboten. Oh, nice. Ich fühl's, wenn jemand denselben Talk wie ich talkt. Oh, talken Sie denselben Talk, den ich talke. Oh, geil. Haben Sie gerade dasselbe gesagt, was ich sage? Oh, Sie müssen sehr klug sein. Öffentlichen Lebens. Vor allem, wenn das veröffentlicht. Das spielt keine Rolle. Person des öffentlichen Lebens. Anzeige, kann er machen. Mach. So, zeig mich doch an, Rainer. Juck mich nicht. Deine Nachstellung ist schon erst recht. Du hast mir jetzt da 4... Er hat ein Drittel der Einsätze durch Anrufe ausgelöst, dazu weitere Einsätze durch Institutspersonen. Warte mal, woher kommt die Ein-Drittel-Zahl? Ist das irgendwie bestätigt? Kann man das nachgucken? Real Talk? Stunden aufgelaufen. Wieso? Macht mal bitte nicht die Schweiz schlecht, ihr Sperrlutscher. Was hab ich denn über die Schweiz jetzt erzählt, Mann? Die Scheiße. Nein. Ich gekommen bin vom Bäcker. Bist du ein Eidgenosse? Ich finde es so weird, dass ich Schweizer irgendwie manchmal untereinander Eidgenossen nenne. Das ist so ein weirder Flex, ne? Für die schöne Stunden hast du jetzt Access und hast auf mich gewartet, du Vollidiot. Hallo, ich bin neu hier. Was ist dein Lieblingseis? Ehrlich gesagt ist es Nogga. Unironisch, ne? Ohne Meme. Mit einem Kumpel. Ja, hat Peters doch gesagt. Ey, hast du da eine Quelle für? Das habe ich gar nicht mitbekommen, oder?
Ja, hat die Polizei vor Gericht gesagt, dazu das Schanzenfest im Co. kommt schon hin. Wild. Wild. Wusstest du, dass ich angeblich einen YouTube-Kanal auf meinem Twitter verlinkt habe? Gibt da auch so ein paar Gerüchte, angeblich benutze ich auch immer Hashtags. Hast du dir mein Tutorial angeguckt, wie man auf Twitter berühmt wird, Uti? Da könntest du noch was von lernen. Ich hab Und davor habt ihr hier Fotos veröffentlicht, na. Vom Bäcker, wo nicht einmal nur für mich das Verbot ist, sondern auch noch vom Bäcker. Das waren nicht unsere Fotos. Die waren nicht von uns, die Fotos. Nö, überhaupt nicht. Deswegen war's. Altgenossen ist historisch bedingt, du Kasper. Ey, ich hab mir schon gedacht, dass es nicht irgendwann eine Abstimmung gab und die gesagt haben, wie könnten wir uns denn nennen? Und jemand hat Eidgenossen gesagt, haben die gesagt, ja, das ist genommen. Dass das irgendeine Komponente in der Geschichte hat, ist mir schon klar. Trotzdem finde ich es ein mega weirder Flex. Eidgenosse, Eidgenosse, Eidgenosse. Genau in dem Moment, wo ihr gesessen wart, davor und danach keiner da gewesen. Lass ihn einfach in Ruhe. Schaut zu, dass ihr euch jetzt verpisst, Junge. Ich lass den erst in Ruhe, wenn er sich löscht. Junge, ich war drei Monate gelöscht. Du warst heute live. Du warst heute auf TikTok live. Komm her und hau mir doch aufs Maul. Nö. Was? Du warst heute auf TikTok lives. Live? Komm her und hau mir doch aufs Maul. Das Gespräch ist so wirr, dass man, wenn man das Transkript liest, das Gefühl hat, dass Alice Schwarzer wieder Orgi-Zitate vorliest, oder? Ich denke, wenn du das niederschreiben willst und dann jemandem zeigen, der, und dann fragst du ihn, ist dieses Gespräch so geführt worden oder haben wir hier gefuscht? Einer ist der Devote. Oh, oh, das ist ein Fetisch-Shit, ne? Historisch bedingt sind wir Deutschen auch Brüder im Schützengraben. Bruder im Schützengraben? Metallbauer gesucht, bewerben sich bitte nur Brüder im Schützengraben. Okay. Quelle Meme und Twitter vor 7 Minuten. Er hat bei Beck. Okay, was war da? Sorry, kannst du nochmal die Aussage schreiben, die du gerade damit belegst? Sehe ich jetzt nicht gerade. Weil, also, Quelle Meme hat mit jemandem telefoniert. Aber was hat er rausgefunden? Schützend im Brüdergraben. Bruder Innengraben. Innen. Genauso lost wie Haldi Woschtoch. Leider geil. Bitte, Haldi Woschtoch ist ja nur eine Verabschiedung. Das ist ja nicht irgendwie ein ganzer Satz. Von Hermann, hau mir doch aufs Maul. Ja, trotzdem, weißt du ja auch vor Gericht. Du kannst nicht vor Gericht sagen, ja, der hat gesagt, ich soll ihm in die Schnauze boxen. Und dann sagt der Richter, ja gut, hatten sie Navi dabei. Rainer bräuchte mal eine Runde CBD, wobei da eh nicht mehr viel kaputt gehen kann. Ey, bitte nicht den CBD-Gras-Talk, Alter. Ich muss manchmal, je nachdem an welchem Bahnhof ich bin, kiffen manchmal irgendwelche Jugendlichen vor meinem Fenster und dann muss ich die mal wegscheuchen, ne? Und dann halten die mir mal Ellen, also anscheinend ist bei unserer Bude die einzige Bank im ganzen Dorf, also Bank zum Sitzen, ne? Nicht zum Geld abholen. Und dann schwätzen die immer ein Kotelett an die Backe, von wegen CBD ist illegal und es ist alles plant-based und vollkommen legal, ja? Und ich denke mir so, ja, schön, aber es zieht in mein Zimmer, du Hurensohn. Ich will das nicht riechen einfach. Mein Problem ist nicht, dass du hier illegal Cannabis-Haschrauschgift konsumiert, sondern du sitzt hier mit deiner Spasti-JBL-Box, hörst Hardbass und kiffst in mein Zimmer rein, du Bastard. Boah, ey, Real Talk jeden zweiten Sonntag, wenn ich da arbeite. Jetzt kommt Gott sei Dank der Winter, Alter. Winter is coming, auch für Rainer, ne? Da muss ich mir den Scheiß nicht mehr geben. Da kriege ich eine Anzeige. Nein, nein, nein. Dafür hast du nicht die Eier. Gewalt bringt... Junge! Dafür hast du nicht die Eier. Ey, er hat so Bock, Alter. Er hat so Bock auf Schlägerei, Alter. Ich glaube manchmal, der sitzt da abends und kriegt einen harten bei dem Gedanken, vorm Beck zusammengeschlagen zu werden. Oder am besten noch vom Landratsamt. Das überdeckt halt meinen Crack-Geruch. Dann wäre es ja gut, ne? Rainer, was du machst, ist auch Gewalt. Gewalt bringt nichts. Was? Rainer, was du machst, ist auch Gewalt. Gewalt bringt nichts. Verbalgewalt ist und bleibt Gewalt. Gewalt, Gewalt über alles. Ist echt ein Haufen Gewalt out there, ne? Junge, haltet die Fenster auf Kipp, es ist zu viel Gewalt out there. Gewalt bringt nichts, Rainer. Junge, du benutzt die ganze Zeit verbale Gewalt. Nein. Anderes, ich, auf die Maul hauen. Ich hab dich nicht einmal Verbale Gewalt ist nichts anderes wie einem aufs Maul hauen. Ja, ich denke, die kriminelle Energie, beziehungsweise, oder, ja,
kann man die Boshaftigkeit sein, die Gewaltbereitschaft? Also es gibt ja das Wort Gewaltbereitschaft. Und ich denke, ich weiß nicht, könnte man davon sprechen, könnte man ein Maß schaffen, wie hoch die Gewaltbereitschaft sein muss, um jemanden als Arschloch zu bezeichnen, ne? Die ist ja offensichtlich ein gutes Stück niedriger als jemanden, als die Gewaltbereitschaft, die es benötigt, um jemanden einfach in die Fresse zu wichsen, ne? Also mit der Faust, ne? No homo. Worte sind wie Projektile. Mm. Okay, Pranky. Beleidigt. Nein. Discords sind wie Projektile. Nein! Ich hab dich nicht einmal beleidigt. Ich hab dich nicht einmal beleidigt, Rainer. Guck mal. Das Spucken ist auch Gewalt, würde ich behaupten. Also ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass das Gewalt ist. In irgendeiner Form. Aber während der Corona-Regelung werde ich hier angespuckt. Habe ich schon gemacht. Schon vor 4 Stunden wurde sie gerufen und auch gerade verraten. Und vor 4 Stunden habe ich gespuckt. Das ist, weil die Pinea den Herr Winkler nicht... The Man from Uncle, ja, habe ich gehört, dass es dazu eine Serie gibt, Chris P. Bacon. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Befürchtung, dass du todesweit zurückhängst, aber ich beantworte es trotzdem. Aber die ist irgendwie aus 1970 oder so, die ist übelst alt. Ich habe einen Artikel gelesen, weil ich wissen wollte, ob Codename Uncle 2 kommt, weil das Ende von Codename Uncle ja eine Fortsetzung ankündigt, ne, so einen gewissen Cliffhanger-mäßig, ne. Aber ist anscheinend nichts geplant. Und in dem Artikel stand auch, dass es eine alte Serie gibt, aber ich gucke nicht gerne so ganz richtig alte Serien, das fühle ich nicht, ne? Nicht mehr ernst nimmt. Nein, weil ich nicht ernst genommen werde, weil es erschichtet dir im Scheiß-Kopf. Gucken kann durch das C als Körperverletzung gewertet werden. Ui. Ist das die Schicht? Ist Herr Müller in dieser Schicht? Ja, oh. Fall tatsächlich. Oh Mann. Der Herr Müller, der ist... Rainer diffamiert wieder seine Lieblingsschicht. Sagen wir mal, er wurde für 7 von 8 freigesprochen. Der eine von 8 war das Diffamieren dieser einen Schicht. Und jetzt denkt er sich so, here we go again, let's go. Wir diffamieren mal wieder. Rainer. Verpiss dich jetzt endlich. Wir können das jetzt auch über die Polizei reden. Können wir machen. Wenn diese random Person wissen würde, dass er gerade jemanden... verteidigt, der Wix-Videos aus Rache verschickt. Damn. Ich denke, die random Person, wenn die das wüsste, wäre es ihr in dem Moment egal, weil der will einfach nur seine Ruhe. Der will einfach nur seine fucking Ruhe auf seinem scheiß Parkplatz. Ja, können wir gerne über die Polizei regeln. Mich juckt das herzlich wenig. Ja, natürlich, weil du dann 100-mal wieder im Knast landest. Hast ja, wieder im Knast. Ich 100-mal im Knast. Ey, der andere Dude, der wohnt im Knast. Der andere Dude denkt sich so, lieber heute im Knast als draußen das ist der Falsche. Ich werde dann wieder im Knast landen. Verzieh dich jetzt endlich mal. Guck mal, wenn ein Promi draußen rumläuft, darf ich den doch auch filmen. Promi. Ja, klar, ist ja beides strafbar. Das wird andere Konsequenzen haben, das stimmt. Ihr reißt so eine riesen Fresse und habt trotzdem nicht die Eier, euch anzuhören, um den ganzen Scheiß da wegzumachen. Euch trotzdem nicht die Hebbele. Ey, der verfällt immer in so ein Geprabbel und da ist 100% nichts Realistisches dabei. Ihr reißt so eine riesen Fresse und habt trotzdem nicht die Eier, euch anzuhören, um den ganzen Scheiß da wegzumachen. Euch die ganze Hebbele. Ey, Rainer, was ist denn mit dir? Und ihr lauert mich hier nur auf, damit ihr mir nachlaufen könnt, wo ich hingehe, was ich mache und so weiter und so fort. Real Talk, wenn die da wirklich 4 Stunden gelungert haben, dann ging es wirklich darum, glaube ich, ihm zu folgen. Team Po oder Team Füße? Wenn du bei Rainer über irgendwas lecken müsstest, natürlich Füße, was eine Frage, Alter. Digga, wenn du dem einmal am Arsch lang leckst, bist du einfach satt danach. Digga, der wird Klabusterbären Muttervater mit sich rumschleppen. Der hat mittlerweile einen tiefen Schwerpunkt. Herr Winkler, lösch doch deine Sachen. Ich heiße Herr Winkler. Ja, genau, Herr Winkler heißt dein du. Dein Leben ist so wenig wert. Der andere so, Herr Winkler, er so, ich heiße Herr Winkler. Das ist schön für sie. Das ist sehr schön für sie. Das ist wieder dieses, er widerspricht auf Dinge, die er predicted. Ne? Nicht auf Dinge, die gesagt werden. Er widerspricht der Zukunft schon mal. Oh. Dass du da so eine Scheiße abziehen musst. Du heißt Herr Winkler. Lösch dich, geh, such dir eine Wohnung. Lösch dich, Junge! Du hast mir nicht vorzuschreiben, was ich mit meinem Zeug mache. Das ist ein gut gemeinter Tipp. Ja, und das ist freier Wille in Deutschland, beziehungsweise... Freier Wille.
Meinungsfreiheit. Ach so. Ich darf machen, was ich will. Und du. Das sieht YouTube etwas anders. Du hast mir nicht vorgeschrieben, was ich machen muss. Darfst du nicht. Du zwingst mir auf. Minority Report, Lord. Irgendwo ist ein Zelt, wo drei Wasserleiche drin sitzen, die dem Rainer den ganzen Tag erzählen, was die Hater so Schwätze werden. Was ich machen muss. Ach so. Du sagst mir. Der Winkler, ich heiße Rainer. Hm. Lösch dich und ich lass dich in Ruhe. Das ist ein Zwang. Ich darf aber. Naja, Zwang ist ein bisschen übertrieben, vielleicht, aber gut. Willst du vor Gericht klären? Meine Meinung im Internet veräußern. Ich darf ja auch irgendwo mich auf dem Marktplatz hinstellen und meine Meinung äußern. Darf ich doch auch mich hier hinstellen? Du stellst dich hier hin und sagst, ich soll. Und dann machst du. Das ist ein Zwang. Mein du Tipp. Du zwingst mich dazu aufzuhören. Jetzt zwingt ihn ja nicht. Also er tut gerade so, als. Ey, Rainer schwätzt sich gerade selber in ein Geiselszenario, oder? Zukunftsreiner Gameboard des Jahres. Warum? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wo kommt das jetzt gerade her? Also Zukunftsreiner ist ja schon ein längeres Wort, ne? Rainers Meinungsfreiheit. Excel würde mir meinen Schwanz für eine Line Koks und springt wie ein Schwein in den Schlamm für eine Alkoholmoncherie. Ja, außerdem wichtig ist, dass die Moncherie Maden angesetzt hat, aus irgendwelchen Gründen, weil Schokolade Maden ansetzt, ne? Der Survival Lord, Alter. Stell dich mal vor, Rainer sitzt irgendwie in der Freiheit und kriegt in der Wildnis, findet eine Moncherie und denkt sich, ich esse das jetzt nicht, ich lasse das liegen, um eine Madenfarm aufzumachen. Cool. Ach so. Indem du dich verpisst. Ach so. Junge, du hast doch heute gestreamt. Du hast doch heute gestreamt schon. Junge, du bist eine Maske. Eine Maske? Oh, jetzt benutzt Rainer wieder. Ah, oh, Madenfarm, okay. Okay, Leute, okay. Lasst mich einfach meinen Talk talken, ja. Aber ich habe vielleicht ein bisschen zu viel hier, nicht Vikings, Vampires gespielt. Immer so schön nennen. Ach so. Wie man es immer so schön nennt, Rainer. Der größten Maske. Ihr reißt eine Fresse auf und habt nichts dahinter. Die Maske waren deine ersten Videos. Junge, was ich mache, ist Meinungsfreiheit. Du bist in der Lage, das frei zu entscheiden, ja, was du damit machst. Ja. Oh, jetzt kommt sein Lieblings-Talking Point. Da haben wir alle drauf gewartet. Jetzt noch der X-Button-Talk. Das wär's, Leute. Das würde ich fühlen. Du anschaust, oder ja, du aber, ich schau. Aber du stehst hier im realen Leben. Ah. Du zwingst mir deine Person auf, deine Ach Präsenz so. Auf. Und sagst mir, und das ist auch ein Zwang, dass du... Und da ist ein Zwang und die Stimme ist auch ein Fakt, Alter. Du dich nur dann verpisst. Schreibt man Schallblatt? Schall. Mit 2L, oder? Jetzt selber verunsichert. Schallplatte. Ja doch, mit 2L, oder? Wenn ich hergehe und meine Sachen lösche. Okay. Wenn ich hergehe. Wenn ich hergehe. Ja, das mache ich immer so. Damit zwingst du mich dazu. So, ganz kurz. Könnten Sie weniger dahergehen, ja? Rainer, mit dem Körperbau glaubt dir keiner, dass du mehr als einmal am Tag dahergehst. Lassen Sie Ich gehe den ganzen Tag daher für den Schrittzähler, ne? Ich lade YouTube-Videos hoch. Ich gehe daher, lade YouTube-Videos hoch und mein Schrittzähler geht bra. Ich gehe. Nee. Oder verfolgen sie dich? Nee, die werden mir hundertprozentig nachlaufen. Nö, wir gehen gleich hier schön zum... Nö, ihr standet 4 Stunden. Wir gehen schön zum Bahnhof gleich. Gestanden. Ich hab kein Feuer. 4 Stunden habt ihr hier gewartet oder 5 Stunden? Nein. Aber es variiert. Vielleicht haben die aber auch 6 bis 10 Jahre da gewartet, ne? Es fängt schon an zu variieren. Na gut, innerhalb des Gesprächs ist ja auch Zeit vergangen, also könnten die mittlerweile die 5-Stunden-Grenze schon gesprengt haben. Wieso haben wir das Dorf erkundet, die schönen Landschaften? Tja, da kann er nichts sagen. Holst du jetzt provokant deine Kamera raus? Nein, ich schau, wann es war. Achso, hast du es notiert? Ah, Rainer notiert wieder Dinge. Ey, wenn das stimmt, Demon meinte ja mal, Rainer brennt. Das, was auf der Kamera passiert, brennt Rainer auf CD. Also früher. Die Aufnahmen, die seine Kamera gemacht haben, die das Tor gefilmt haben, die hat Rainer auf CD gebrannt und der Pinea geschickt. Alter, Digga. Ich hätte so gern den Job bei der Pinea einfach. Stell mal vor, du bist nur angestellt dafür, um Rainers Aufnahmematerial zu prüfen. So, und heute gucken wir uns wieder 8 Stunden Besuchsvideos an. Junge, da jeder. Oh, und dann am besten noch mit so einem Stehtisch und so einem Laufband, dass man so langsam noch dabei walken kann. Vielleicht 10 Uhr haben die vorhin, waren die vorhin hier.
16.10 Uhr bis halb 8, das sind ungefähr 5 Stunden, ja. Ja. Das ist das Video, was ich vorhin aufgenommen habe, 16.10 Uhr. Heute, da waren die gestanden vorhin. Da waren die gestanden. Bei gestandenen Männer. Ach so. Ich hoffe, das Video auch in Gimpnei gespeichert. Film. Ne? Schaut zu, dass ihr euch verpisst. Gebrannt, macht man das bei Peram so? Gebrannt, Entschuldigung, habe ich wieder B und P falsch ausgesprochen. Entschuldigung. So, wir gehen. Die wurden auf dem Parkplatz gezeugt und geboren. Er hat also ein Video gemacht. Interessant. Interessant, dass er Leute filmt ohne ihre... Das wäre jetzt ein Mastermind-Move, wenn sie ihn fragen, ja okay, Rainer, aber jetzt zeig uns doch mal, wo wir eingewilligt haben, dass du uns filmst. Hinschleichen. Ja. Los, beweg dich. Wie viele Gänge hat sie denn Ford Blue? Auch erstmal, ich bitte dich im sechsten Gang anzufahren, oder was? Okay. Ich hab wenigstens mir die Kohle und hab wenigstens Zeug mit zum Auto rumgefahren. Ich hab wenigstens die Kohle und hab wenigstens Zeug. Kann man hier Untertitel anmachen? Junge, ich hab wenigstens mir die Kohle und hab wenigstens Zeug mit zum Auto rumgefahren. Wo ist der? Nee, okay, der kommt gar nicht klar. Ich hab wenigstens die Kohle und hab wenigstens Zeug, um mit so einem Auto rumzufahren. Digga, das Erbe vom Vater zu verkaufen, statt von Auto zu kaufen, ist keine Leistung. Ne? Das ist also ziemlich sicher keine Leistung. Also so definitionsmäßig gar keine Leistung. Und dass man es dann auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr hat, macht es halt noch weirder. Was ist der jetzt? Wo ist deine Kohle? Wo ist dein Führerschein? Wo ist dein Führerschein? Meine, ganz ich allein deine. Ich habe Führerschein nur deswegen verloren, weil ich mich gegen euch Idioten verteidigen musste. Ach so. Ah, klar. Jetzt kommen wir wieder zum, die ganze Welt muss sich ändern, nicht ich muss sich ändern, Talk. Der Klassiker. So wie alles. Ach so. So wie alles. Er sagt's quasi selber. Warum ich schuld, also ihr seid schuld, so wie bei allem, ne? Also so wie immer. Ich jetzt endlich. Ah. Geh zurück in das Loch aus dem... In der Kategorie ohne Schulabschluss ein Weltrekord im Geld verbrennen. Erbe verprassen, any percent, ne? Wenn du gekrochen bist, Junge. Ach so. Um welches Loch gehst du jetzt? Du sollst dich verpissen, das geht dich einen Scheiß an, was ich mache. Hol dich die Mai. Was du hier abziehst, ist strafbar, Junge. Punkt, aus und Ende. Hol dich die Mai und ab. Punkt, aus, Ende, Satz und Sieg, Schach und Matt, Alter. Damn. Du sollst dich verpissen, dich geht es an. Ich hatte vor 20 Jahren einen Cosworth. Was ist das? Scheiß an. Hol dich die Mai. Flexen tun wir mit der Flex. Nicht mit dem Auto. Mai und ab, Rainer. New Game Plus im Geld rausschmeißen. Soziales Leben gegen die Wand, Metal, any percent, no major glitches. Oh, der Täter wird immer besser. Ja. Schau endlich zu, dass du dich verpisst. Und film doch die Leute, Junge, Alter. Hast schon recht. Junge, Alter. Verpiss dich jetzt, oder ich geb dir richtig eine aufs Maul. Ey, der hat so Bock auf Schlägerei, ne? Aber er ist auch zu pussy, um den ersten Schlag zu setzen, ne? Ey, verstehe das nicht falsch, wäre auch zu Puss in den ersten Schlag zu setzen, aber ich halte auch keine Reden darüber, dass ich mich prügeln will. Vor allem dann die beste Leistung, dabei zu wissen, dass er den Schein abgeben muss, das ist das. Da ist das Geld besser im Feuer aufgehoben, hält im Winter kurz warm. Ja, ey, dass er sein Leben in ein Auto setzt, während er eine MPU am Hals hat, ist. Auch ich würde dann, also hätte ich jetzt den Plan, ey. Sven goes Deutschland, ne? Und dann würde eine MPU anstehen. Dann würde ich den Plan abblasen, weil man nie weiß, ob man, ne? Es kann immer was schiefgehen bei der MPU. Das kann auch einem normal denkenden Menschen wie mir passieren, dass ich da irgendwie dahergehe und Scheiße baue, ne? Das wäre mir zu riskant. Dann würde ich lieber sagen, Leute, ey, wir verschieben das um ein Jahr oder eineinhalb. Ich muss ja kurz ein Ab-MPU, ne? Das ist mir alles zu risky. Ja. Ich gehe aus dem Rewe auf einmal Schlägerei. Schlägerei einfach, ne? Damn, Alter. Ich wollte gerade nur ein paar Hagebutten holen und dann Schlägerei. Hör, du feige Pussy, Alter. Komm. Du feige Pussy, Alter. Du willst nicht prügeln, du feige Pussy, Alter. Verpiss dich oder ich schau dir aufs Maul. Ist nicht auch ein Zwang? Theoretisch ist das ein Zwang, ja. Da sollte man mal hier den Geiselverhandel-Experten Rainer mal fragen. Tanz mal ein bisschen für uns. Tanz mal ein bisschen für uns. Das Spucken ist auch so abartig. Das ist so ein Unmensch, ne?
hässlichen, fetten Arsch dahin, wo du hergekommen bist. Ich bin noch fett. Ja. Irgendwann wirst du mal richtig auf die Fresse kriegen. Und dann der Stream wird morgen reuploadet, ja. Stehe ich hoffentlich daneben und lache mir den Arsch ab. Eh nicht. Bis dahin kannst du eh nicht mehr laufen mit deinem Bein. Ey, selbst wenn der andere Typ, sagen wir mal random, der kommt einfach 4 Wochen in den Knast, ne? Ey, wenn der rauskommt, ist sein Leben halt immer noch besser als das von Rainer, ne? Also es ist wirklich, es kann gar nicht so viel schief gehen an dem Tag. Außer, ey, wenn der Typ natürlich jetzt irgendwie gleich einen Anruf kriegt, so Mutter, Vater, Unfall gestorben, Haus verbrannt, Versicherung zahlt nicht, was weiß ich, ne? Es muss schon wirklich viel. Meteoreinschlag, Atomkrieg. Keine Ahnung. Es muss schon wirklich viel Scheiße passieren, dass der Typ auf einem Schlag so gefickt ist, dass man bei der Frage, mit wem man lieber die Position tauschen würde, sich nicht sicher ist, ne? Nein. Du musst schon merken, was ich kann, Junge, wenn du mal aufs Maul hast. Ah, auch diese Drohungen ohne. Er weiß nicht wirklich, was er kann, deswegen kann er es nicht aussprechen, aber dann sagt er immer so, ja, wirst du schon merken, ne? Genauso wie, wenn er mit Leuten droht, die nicht existieren, ne? Wirst schon merken, wer dich zusammenschlägt, ne? Wirst schon merken. Ja, werde ich merken. Wird nämlich niemand sein. Wird exakt niemand sein, ne? Ja, wirst schon merken, wie das hier bei den Leuten ankommt. Ja, merke ich. Die sind genervt, aber das ist dann auch, ne? Die sind von der Gesamtsituation genervt, nicht von den Hatern, von der Gesamtsituation einfach, ne? Ich gebe dir recht, dass die Leute, wenn sie da stehen, nicht zuschlagen. 90% auch nicht. Aber wenn er dir ins Gesicht spuckt. Der Rainer trifft nicht. Rainer spuckt immer mit so halb geschlossenen Mund. So der macht so ein Meter große Wolke, so Richtung. Pff, und dann war es das. Der kann überhaupt nicht richtig spucken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie untalentiert er einfach in allem ist. Genau genommen kann man Rainer nicht mal als dumm ankreiden, dass er dachte, das mit der MPU regelt sich schon. Bis zu diesem Jahr hatte er noch nie Konsequenzen von Behörden erfahren. Ja, okay, kann man schon sagen, ne? Hat halt Real Talk. Bis jetzt hat sich alles mit Aussitzen geklärt, ne? Alles konnte man klären mit Aussitzen. BLM und so. Einfach aussitzen, ne? Stromzähler, ey, die kommen auf dich zu oder irgendwer anders regelt das für Rainer. Aber dieses Jahr ist der Hammer gefallen. Dr. Oll hat das auch mal gesagt, ey, du musst halt immer wieder Glück haben, aber es reicht einmal Pech zu haben, ne? Beziehungsweise hier in dem Fall ist es kein Pech, sondern einfach fehlendes Glück, ne? Einmal setzt das Glück aus und schon ist dein Leben gefickt. Bei so einem waghalsigen Lebensstil. Die Polizei kommt jetzt. Ja, beweg deinen fetten Arsch endlich dahin, wo du hergekommen bist, Junge. Ja, Rainer, setz dich rein, baller dir mal wieder ein paar Schnitsche und gut ist, ja? Kein Grund, hier rumzubrüllen. Wobei um die Uhrzeit, so Bäcker machen meistens. Oh! Ja, ne, da macht ja alles gleich zu, weil es ja Bayern und Bayern macht alles um 8 zu, ne? Spastis. Und film doch schön die Leute. Spastis. Wir sehen uns, Rainer. Wir sehen uns, Rainer. Ich gewinne Land wie beim Risiko-Kit. Wir sehen uns mit Sicherheit. Wir sehen uns, Rainer. Ich gewinne Land wie dieses Israel. Oh. Ja. Doch, wirst du nie wieder was sehen. Ach so. Los, verpiss dich. Ciao, Bro. Ciao, Bro. Tschö, Bro. Mach Fenster auf Kipp, Bro. Oi wei. Beim Spucken muss man den Unterkiefer nach vorne schieben. Man das? Weiß ich nicht, ob man das wirklich so macht. Jetzt bestimmt tausende Mullen, die zu. Ey, ich suche Frau zum Kinderzeugen. Zeig mal Respekt, Bro. Der war so wild, der Talk, ne? Einen Tag davor. Ey, ich kann nicht in ein Obdachlosenheim, die Hater würden dieses Obdachlosenheim angreifen und das kann man den Leuten nicht antun. Ich will nicht, dass Unschuldige verletzt werden. Und dann, ja, aber 2 bis 3 Kinder in der Welt. Doch, da sehe ich mich. Das hier ist Rainer ist in der typischen 2 bis 3 Kindersituation gerade, ne? Das ist, glaube ich, so das Play, für das man geht. Rainer bespielt mal kurz die 3 bis 4 Kinder. Wenn der Gillo Farim oder wie man den schreibt, deinen Talk hört, bekommst du eine dicke, fette Ansage, Alter. Ja, soll er machen. Obdachlosigkeit ist auch so sexy. Ja, vielleicht so Borderline-Shit, Alter, so eine Emo-Alte. Das wäre super lustig. Aber wenn das mit Netflix stimmt, nachdem die Hater jetzt sich dafür feiern, ihm mittleren vierstelligen Bereich zugeschustert zu haben,
Wäre es auch lustig, wenn sie es sich dafür feiern, dass Rainer jetzt irgendeine Alte geschwängert hat und man sein Kind quasi in Geiselhaft hält. Nee, ich gucke mir das Steam-Video nicht live an. Außerdem ist es übelst asozial, auf Videos zu reagieren, die erst einen Tag alt sind oder so, ne? Also bei Öffentlich-Rechtlichen oder so juckt es ja nicht, ne? Weil die eh nicht davon abhängig sind, von den Klickzahlen. Aber bei anderen Leuten ist das halt Klickklauen ein Stück weit, ne? Mit drei Kindern hätte er wieder Content. Das stimmt wohl, ne? Aber es dauert auch circa mindestens fast 3 Jahre, bis er die zusammen hat, ne? Also grob gerechnet. Du langst mir nicht ans Mikro, Burschi. Was? Soll mir das sehen, Alter? Ich gebe dem Besuchsvideo 4 von 10 Rewe-Parkplätze. Ich fand's ganz okay. Das Besuchsvideo ist krasser, als es eigentlich ist, weil es nach einer mettarmen Zeit kommt, ne? Das sagt Just Nero auch. 24, 48 Stunden, dann reacten. Ja, ist auch alles andere ist unfair. Wäre dieser Besuch zu Rainers Hochzeit, zur Besuchshochzeiten passiert, wäre der nicht der Rede wert, ne? Aber dadurch, dass er jetzt nach so einer mettarmen Zeit ist, ist es schon ein guter Besuch. Kann man nichts sagen, ne? Kinder halten Winterschlaf. Oi wei. Rainer hat einen Sohn, muss er nur anrufen. Ja, auch, das wäre ja auch interessant, ob Demon weiß, ob was mit der Sache dran ist. Ne? Nero hat Bachmann vor Gericht vermeldet. Ja, eben als er gehört hat, dass mehrmals WhatsApp ging, da ich hatte heute Mittag das Nero sogar noch geschrieben, so herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ne? Der hatte eben geantwortet. Da habe ich mich wirklich gefreut, als ich das im Video gehört habe. Ich meine, es ist so eine Sache, es ist eh klar, ne? So, Just Nero dazu zu gratulieren, dass er vor Gericht gewonnen hat, ist so ein bisschen wie dem Piloten zu applaudieren, dass er das Flugzeug gelandet hat. Es war eh klar, dass das Flugzeug landen wird. Und das klappt auch in 99% der Fälle oder so, ne? Aber trotzdem freut man sich irgendwie, ne? Genau so war das, Alter. Es war eh klar, dass Just Nero gewinnt, aber ich dachte mir trotzdem so, ich gönn dir das, ne? Rainer lebt eben wie Private Paula in einer Welt aus Scheiße. Free Stürzi? Wer ist Stürzi? Stürzenberger? Was ist dieser Stürzenberger? Ich weiß aber nicht, was der macht. Aber der Name sagt mir was. Können ja auch Quarks der Bruchpilot sein. Wer ist das denn? Ich applaudiere an jeder Bushaltestelle für den Fahrer, Alter. Das ist echt eine unterschätzte Sache, ne? Piloten kriegen immer Hack, aber die Busfahrer, die sollten auch mal gewürdigt werden. Kennt ihr jemand Just Nero? Ich denke, einer könnte im Chat sein. Aline kann froh sein, dass Nero sie nicht geschubst hat. Wo kommt das? Was ist das für ein Meme? Er rettet das Abendland. Okay. Also ist Stürzenberger der neue Sellner? Sag nicht, du kennst DuckTales nicht. Doch, ich weiß, wer die DuckTales sind, aber ich habe jetzt da keinen direkten Bezug. Ja, Just Nerzo habe ich auch gehört. Stürzenberger ist ein fundamentalistischer Christ, der den Islam kritisiert. Ja, das finde ich kindisch. Wenn du full turn-up für eine andere Religion bist und dann nicht verstehen kannst, warum Leute eine andere Religion anhören, dann bist du unreflektierter Volldulli. Ich applaudiere, wenn ein gut gemeisterter Güterzug an mir vorbeifährt. Kannst du denn den Unterschied erkennen? Der ist Agnostiker, du Lauch. Ja, ich kann nichts dafür, wenn ich den Chat lese. Ihr könnt mir nicht sagen, ey, das stimmt nicht, was da steht. Du Lauch, bist du behindert, Alter? Du Spasti. Dirzi quatscht immer den Anti-Islam-Talk auf öffentlichen Plätzen. Nie mitbekommen. Ich Schwachsinn, Stürzenberger ist kein Christ. Er hat keinen Glauben. Wenn er keinen Glauben hat, ist das okay. Dann macht das Sinn. Wobei dann wahrscheinlich Hardcore... Wie heißen sie so? Also Leute, die pro Religion sind, dann sagen, ja, wenn du keinen Glauben hast, dann ist deine Kritik noch illegitimer, weil du halt eben keine Ahnung hast oder irgend so. Genug abgehitlert, ja. Was macht Trainer? Training war heute Beine, ne? Aber ich habe mich zurückgehalten, weil wenn ich, dann kann ich nämlich, ich habe meinen Plan im inneren Kopf durchgegangen, nur Homo, und ich kann vielleicht am Freitag nochmal. Freitag oder Samstag. Morgen ist ja Mittwoch, wie man immer sagt. Ne, ich gehe Samstag. Ne, ich gehe Freitag beide. Morgen ist Mittwoch.
Da kann ich abends Rücken trainieren. Dann Donnerstag kann ich nicht trainieren wegen Stream. Dann kann ich Freitagabend nochmal eine schnelle Runde Beine einlegen. Und dann kommt Montag das zweite Mal Brust diese Woche. Ich war ja gestern Brust trainieren, hat überhaupt nicht gepasst. Ey, gestern Abend war so viel los im Gym. Damn, ich wäre besser mittags gegangen. Aber dann, andererseits hätten wir dann den guten Stream verpasst, ne? Oder wäre der ja nicht passiert, ne? Das ist auch wieder okay. Aber es war so viel los. Es war so ekelhaft. Quatsch, du bist ja dick. Ach, deswegen kann ich nicht, oder was? Montags trainiert halt jeder Brust. Ich weiß, warum? Nee, ja doch, also niemand hat Beine trainiert. Ne? Die Beinmaschinen waren die ganze Zeit frei. Aber Montagabend ist die schlimmste Zeit im Gym. Ja, hab ich gemerkt. Mittwochabends geht's eigentlich immer, ne? Wenn ich Mittwoch die Tagschicht hab, da ich dann abends trainieren kann, ist alles okay, ne? Aber Montag war echt wild. Und da kommt das zweite Mal Brust diese Woche. Ne, Samstag. Hab ich Samstag das zweite Mal Brust diese Woche, ne? Edelfuddel. Deine Mutter hat Beine trainiert, Joke. Alter, nicht auf die tote Mutter, Dicker. Dicker. Deshalb mache ich montags Hammies. Im Trainingsplan steht immer Oberkörper, Brust. Auf Montag, weil montags keiner Bock auf Beine hat. Ja, also das Ding ist halt, wenn ich eine Pause habe, sage ich mal, und dann anfange wieder, ne, eine 2-3 Tage, will ich immer erstmal mit Oberkörper anfangen, damit der regenerieren kann, weil ich zweimal Oberkörper habe. Ich habe ja einmal Brust-Trizeps und einmal Brust-Trizeps-Schultern und einmal Rücken-Bizeps. Nix mehr, ne? Aber du kannst nicht Trizeps machen, wenn du halt, du kannst nicht Oberkörper machen, wenn der halbe Unterkörper immer noch kaputt ist. Das wird trainiert Beine nicht, weil man sie im Stream nicht sieht, so. Hab gestern Beine gemacht, no homo. Ricky Bruch Trainingsmotivationsvideo, gucke ich mir nachher mal an. Oberschenkel sollte immer gemacht werden, weil es der größte Muskel ist und die meisten Testosteron ausgeschüttet wird. Das ist eine Lüge. Ich habe mit dem Arzt geredet. Es wird nicht Testo ausgeschüttet, sondern es wird Wachstumshormon ausgeschüttet. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Also du kannst zum Beispiel nicht mit großem Muskeltraining deinen, wenn du ärztlich gesehen einen niedrigen Testo hast, wer hat denn sowas? Stimmt nicht. Dann kannst du das nicht mit großen Beinmuskeln ausgleichen, aber die Wachstumshormone helfen dir halt, dass es insgesamt vorwärts geht, ne? Sven ist krass, er hat einfach zwei Oberkörper. Ja. Latissimus ist bei Rücken dabei, das ist doch klar. Junge, was soll dieser Sportbiologen-Talk? Ey, ich antworte einfach nur darauf, was im Chat steht, du Schwätzer, Alter. Vergiss die Beine nicht. Sieht scheiße aus, wenn man die Beine nicht trainiert. Ich trainiere die Beine, Leute. Lass mal Brustmuskeln hüpfen, ist noch nicht ernst genug. Ey, wenn es geht, dann werde ich flexen, Alter. Ab ins Rollstuhlfahrer-Gym, da kannst du immer Beine trainieren. Ich weiß nicht, wenn es einen Gym extra für Rollstuhlfahrer gäbe, warum sollte man da Beine trainieren können? Sorgt Reiners kleiner Bauch eigentlich für einen niedrigen Testospiegel? Natürlich, Digga, der wird einen todesniedrigen Testospiegel haben. Auch durch die falsche Ernährung und so, ne? Der wird ganz schlimme Testwerte haben. Der wird allgemein schlimme Werte haben. Ich nehme auch an, dass der Vitaminmangel und sowas haben wird. Es geht endlich wieder ums Pumpen. Endlich wird wieder gepumpt. Ja, ist jetzt hier noch 13 Minuten, Leute, ne? Danach wechseln wir auf Twitch und gucken uns an, wie das Arbeitsamt geistig Behinderte nervt. Ne, nicht geistig Behinderte, aber Arbeitslose. Schön die Arbeitslosen nerven. Gerade, ich habe hier ein paar Twitter-Links im falschen Ding gespeichert, die ziehen. Oha! Oha, das sehe ich ja jetzt erst.
Der Twitter-User namens Creation of Death hat mich blockiert. Der hat mich mal als Schmarotzer bezeichnet. Da habe ich dann gefragt, also, nee, der meinte irgendwie so, für Deutschland, bla bla bla. Und ich habe gesagt, Digga, was schwätzt du da von für Deutschland? Warte mal, ich kann das ja einfach in einem neues Inkognito-Tab. Was für ein Hurensohn, ey. Ah, hier, naja, mir gehen Leute auf den Sack, die so eine Einstellung haben, sprich Passivbürger, sind über zum Beispiel die aktuelle Situation beschweren, sich aber dann zu fein sind, was ändern zu wollen, ist aus meiner Sicht äquivalent zu Schmarotzen. Also, weil man nicht politisch aktiv ist, ist man Schmarotzer, ne? Die Ursprungsschmarotzer-Aussage muss woanders gewesen sein. Die ist noch weiter oben anscheinend. Ach, das hier war schon... Ah, der Take war schon eine Verlinkung auf einen anderen Take. Ah, was hatte ich geschrieben? Wo ist es? Digga, ja, du gibst mir damit nicht recht. Ich würde niemals von Feinden reden oder für eine deutsche Nation. Nimm dieses Internetgeplänkel nicht so ernst. So viel ändert Twitter-Aktivismus nicht. Das ist meine Ursprungsaussage. Und daraufhin hat er mich irgendwie als Passivbürger und Schmarotzer bezeichnet. Und dann habe ich ihn mehrmals angefragt. Gude, ich hätte mal eine Frage. Was tust du jetzt eigentlich für Deutschland? So, ich wollte es einfach nur, ne? Und dafür hat er, dann hat er nicht geantwortet. Dann habe ich eine Woche später nochmal gefragt. Gude, Sven wieder hier. Ich wollte nur wissen, was tust du eigentlich für Deutschland? Das habe ich 2-3 Mal gemacht, jetzt hat er mich blockiert. Der Hund, Alter. Was fängt man so einen nutzlosen Bullshit-Talk an für Deutschland? Entschuldigung, talken Sie ja gerade für Deutschland? Was für ein Bastard, Alter. So, jetzt muss ich direkt twittern, Alter. Was für ein Hurensohn, Alter. Wie kann man so nutzlos sein? Und vor allem, wie kann man sich maximal so selber fühlen, ne? Rainer ist live. Wenn das Real Talk ist, dann wird der Twitch-Stream natürlich verschoben. Ich kann eh nicht so früh heute schlafen. Merke ich jetzt schon. Ben hat eben die Jungfrau Maria gefrontet. Das habe ich auch heute gemacht, ne? Gibt genug Trottel, die meinen, durch einen Twitter-Post die Welt verändern zu können. Wie redest du eigentlich über Dekadent? Der Standarddeutsche demonstriert erst, wenn RTL nicht mehr sendet und die Billig-Cola leer ist. Ey, ihr tut immer so, als ob in allen anderen Ländern alle übelst die Aktivisten sind und nur die Deutschen, die würden sich immer alles gefallen lassen. Das ist so ein Bullshit-Talk, ne? Aber die Leute fühlen es halt einfach gegen Deutschland und ey, und alle anderen sind übelst die Passive-Bürger halt, ne? Also, ey, bitte, ist doch... Ich sehe den Stream noch nicht, also wenn er da ist. Also, wenn jemand einen Link hat, dann sag es, aber ich sehe nichts gerade auf dem Stream-Hinweis. Ich habe aber kein TikTok. Nicht laut API. Was ist eine API? Martin, ich habe das Gefühl, du trollst. Jetzt versuchst du dich rauszureden, indem du einfach weiter trollst. Programm, Schnittstelle. Ui. Das klingt klug. Ja, Martin, dann flex doch mal einen Link, du Idiot. Nicht immer nur teasern.
betrifft, wie der Bürger unbequem ist, der plötzlich wird der Bürger unbequem ist, der plötzlich rechtsextrem teilweise durchaus zu bemerkenswert, wie staatshörig hingegen viele Linke geworden sind. Der Troll fliegt echt Link bitte oder fliegen? Geheimer NWO-Link, so ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn, Alter. Hat das Mimon gepostet oder was? Ey, selbst wenn der jetzt mit irgendeinem, wenn die ihr Privatmet irgendwo abhalten, Alter, wächst euch doch im Kreis, die Nudel ist doch, ist mir doch egal, Alter. Was soll ich da, was soll man dazu sagen, ne? Nee, Mimon hat auch nichts gepostet. Also, Martin ist am Trollen. Martin ist am Trollen. Martin ist ein Arschbürger. Ein Arschgebirge, Entschuldigung. Martin macht. Ja, Martin macht Fenster auf Kipp. Getrollt wird nicht echt. Alter, Martin, du hast alle die Stimme versaut, Martin. So, jetzt gehe ich offline und komm nie wieder. So. Lösch mich. Martin ist einfach. Martin ist kacke. Ich konnte Martin noch nie leiden. Ich kann schon mal Martin ausnoggen. Bald werde ich TikToker haben, ja. Seitdem ich weiß, dass man 1000 Abos haben muss, um Gast zu kommen, habe ich das TikTok-Ding auch komplett abgeschlossen. Da werde ich niemals hinkommen. Das ist so utopisch, das muss ich gar nicht erst versuchen. Ich bereite schon mal alles vor für den Transfer. Die Fußballspieler oder Trainer oder wer auch immer. Boah, dieser Creation of Death, ne, der geht mir so auf. Sowas fuckt mich ja ab. Wenn Leute online auf dicke Eier machen und erklären, dass sie halt und andere, der erklärt mir, dass ich nicht genug für Deutschland tue, aber blockiert dann einen wegen sowas. Ey, bin mir ziemlich sicher, so der würde angesichts mit den Hundertschaften keinen Schritt zurück, keinen Schritt nach links, bla bla bla. Irgend sowas halt, ne? Einfach ein paar Fegerkans kaufen, so wie Rainer. Egal, wo soll das Geld herkommen? Sven, bevor Sven sich löscht, sage die Bahn was zwischen 9. Was scherst du dich überhaupt über Idioten auf Twitter rum? Mich nervt's einfach, was das für. Ich reg mich einfach darüber auf, was es für NPCs gibt. Ich denke mir jedes Mal so, Digga, was denkt man sich dabei? Muss man da nicht mal selber sich drüber. Kommt man sich nicht selber dumm vor, wenn man sowas ausspricht? Kann man das mit einem geraden Gesicht machen? So wie Pranky. Lul. Lul. Joke Bugatti, Spaß, Pranky. Das ist einfach stressig, sowas. Du bist Handwerker, wie ich, ZDK, Deutschland braucht uns. Ja, eben, wir sind übelst viel am Tun, ne? Okay, ich weiß, was Honigwabe ist. HW ist Honigwabe. Was ist RDE? Ist das Radio Deutschland 1 oder so? Irgendwas, denke ich, habe ich mal letztens gelesen. Vorhin noch mit 48 Euro YouTube-Money geflext, jetzt kein Geld, es waren 58. Jetzt kein Geld, um bei Rainer eine N-Bombe zu droppen. Ey, wenn ich da wäre, würde ich nicht random eine N-Bombe droppen. NPCs sind ja nicht nur auf Twitter, die sind überall. Ja, aber auf Twitter sind NPCs, die denken, dass sie keine NPCs sind. Im echten Leben wissen die NPCs nicht, was ein NPC ist. Das sind entspannte NPCs. Ich arbeite für einen Energieversorger. Oh, wir tun viel. Wo kann ich mir den gestrigen Stream geben? Der ist auf privat. Der ist einfach nochmal hochgeladen. Der ist einfach nochmal hochgeladen, Digga. Ganz normal auf dem Kanal hier.
Reichsdeutsche. Nee, das kann nicht stimmen. Da fehlt ja das E. So, Leute, ich beende jetzt den Stream, ne? Und dann komme ich auf Twitch online. Also, wer sich jetzt mit mir Arbeitslosenämter angucken will, die Maßnahmen, die Arbeitslose sich über sich ergehen lassen kommen müssen, ne? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und für den Rest, alte Wurst hoch. Für den Rest bis zum nächsten Mal einfach, ne? Der Stream hier wird morgen hochgeladen.